Ich habe beim letzten Mal bei der Folge habe ich das Intro kaputt geschnitten. Hat aber eh keiner gehört, weil ihr hört es ja nicht. Ja, nur die Folgen, in denen ich nicht dabei bin. Ja, jetzt geht's los. Ja, ja, Idiot. Was? Das ist ja. Ich mach einfach weiter. Red du ruhig. Hallo beim Zylonensender, heute mit der Folge Perfekter Schmerz auf Englisch Escape Velocity. Erstausstrahlung USA 25. April 2008 und deutschsprachige Erstausstrahlung 6. Dezember 2008. Regie führte Edward James Olmos, Drehbuch schrieb Jane Espenson. Und ich begrüße das Zahlensender-Rateteam. Zylonensender. Verdammt, alles neu. Das Intro ist irgendwie anders. Denn die vierte Staffel hat ein neues Intro. Da habe ich gedacht, müssen wir das auch ein bisschen ändern. Wem ist es aufgefallen? Ich brauche so ein Zonkgeräusch hier. Miep. Nee, so ein so ein Grillenzirpen. Ball. Das kannst du ja reinschneiden gleich. Ja. Ich habe das doch sogar, oder? Ich habe das so extra irgendwo. Wo habe ich das nur hingelegt? Hast du das für deine Witze vorbereitet? So was anderes. Ja, ja, aber passt ja auch. Fast. Ja, ich pass nie auf beim Intro. Du passt nie auf beim Intro. Da steht jetzt nicht mehr hier mit and they have a plan, was da früher immer stand, sondern da steht jetzt, es gibt 12 Modelle. 5 sind noch, nee. Verdammt. Irgendwie 5. Kann es sein, dass du auch nicht so richtig aufpasst? Ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Also es gibt 12 Modelle, davon sind 5 oder waren 5 unbekannt, 4 sind aufgedeckt und einer wird noch bekannt. Einer fehlt noch. Genau. Das stand da ein bisschen komisch. One will be revealed stand da. Das nicht mal is to be revealed, sondern will be revealed, schon als Ankündigung. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall erfahren. Das ist schon mal so. Das ist dran. Was ist ein Spoiler. Ja. Ja, naja, keine Serie von hier J.J. Abrams. Warum? Achso, weil it will be revealed. Weil der doch gerne Dinge anfängt. Achso. Nein, aber von Ronald D. Moore. Punkt. Gut. Der ja auch. Hätte schlimmer kommen können. Ich wollte gerade sagen, der ja auch diesmal Regie geführt hat, aber das ist ja gar nicht richtig. Ich sehe nur gerade, es kommt demnächst irgendwann eine Folge, da hat er sowohl Regie geführt als auch das Drehbuch geschrieben. Ich finde das eine Hammerfolge wahrscheinlich. Will be revealed. ihr könnt euch mal merken, Folge 12, Erschöpfung. Dauert noch ein bisschen. Schon im März 2020. Wenn die neue Serie läuft. Ja, die neue Serie. Hat sich das jemand genauer angeguckt? Nee. Also ich habe es insoweit reingelesen, dass die gesagt haben, ja, nee, das soll auch hier mit dieser Ronald D. Moore-Serie nichts zu tun haben. Genau, aber sie wollen quasi nicht nochmal die gleiche Geschichte erzählen, sondern neue Charaktere quasi nutzen. So, ich habe verstanden, dass es im selben Universum spielt oder so. Ich habe verstanden, das soll auf der alten Serie basieren. Tja. Hat jeder eine eigene Serie. It will be revealed, ne? Ja. Ja. Sehr gut. Will never. Lassen wir uns überraschen. Ja. Und wo soll das kommen? Ja. Hier in diesem Theater. Auf dieser neuen Streaming-Dings. Dessen Namen ich vergessen. Das? Ich hab auf dieser neuen. NBC. Diese eine NBC. Neue, die es geben soll. Ja, diese eine. NBC. Also auch auf dem Streaming-Service von NBC, ja. Das heißt in Deutschland wahrscheinlich Netflix oder Amazon. Genau. Ja. Das reicht mir. Oder gehört NBC zu Disney? Ich weiß. Nee, ABC auf jeden Fall gehört zu Disney. Ah, ABC. ABC, ja. NBC glaube ich nicht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Weil die kommen ja auch irgendwann. Aber ich glaube, ich gebe nämlich immer als Copyright auch NBC an bei Battlestar Galactica. Ich glaube, unser Battlestar Galactica gehört auch schon NBC.
Ja, das würde ja... Würde passen. Stimmt. Plausibel, dass sie die Rechte haben. Ja. Dann mache ich das ja vielleicht richtig beim Copyright angeben. Wenigstens einem im Internet. Ja. Ja. Na, wegen den Bildern. Wir hatten ja früher nie Bilder, aber ich habe ja jetzt immer so einen Bildausschnitt da drin. Und das hilft wahrscheinlich nichts, wenn ich das da hinschreibe, aber immerhin schreibe ich es hin. Ja, du sicherst dich halt ab. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das ist eher so fürs gute Gewissen. Ja, ja, ich habe noch mal 10 Minuten gelernt. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch in die Folge ein. Denn der Mario muss ja schon wieder bald weg. Ja, das stimmt. Genau, und wir können auch die Abwesenheit von Jan beklagen, der ist im Urlaub. Hallo Jan. Wenn du dies hörst, hallo Jan. Winke, winke. Hallo. Was war das? War das wieder das war Jan. Der Cousin aus Frankreich? Jan. Achso. Also, seid mir nicht böse, wenn ich heute zwischendurch mal kurz ruhig bin, weil ich habe manchmal Hustenanfälle. Ja. Ich versuche das jetzt mit der Zusammenfassung irgendwie schnell über die Bühne zu kriegen. Holen. Und dann durchkämpfen. Naja, ich darf ihm nichts, wenn kalte Luft reinkommt in den Hals, dann war's das. Einmal tief durch die Nase Luft holen. Dann würde ich sagen, bevor du zusammenbrichst, bitteschön, die Bühne frei für die Zusammenfassung. So. Ja, das war's schon, ja. Wir haben eigentlich zwei Haupthandlungsstränge, würde ich jetzt mal behaupten, und einen Nebenstrang. Erstens geht es einmal um den Chief und den Chief. Und den Chief, wir sehen, wie sie bei der Trauerfeier zu Beginn der Folge anfangen von Kelly. Die ist ja letzte Folge tragischerweise ums Leben gekommen. Und auf der anderen Seite haben wir dann noch Balta und seine Jünger, die halt jetzt versuchen, sich zu behaupten. Und im Nebenstrang hätten wir noch den Colonel Ty. Wie er jedes Mal Six in der Zelle besucht und jedes Mal wen anderen sieht, und zwar Ellen, seine tote Frau. Ja, fangen wir mit Chief an, das geht eh relativ schnell. Er fühlt sich halt irgendwie schuldig, und was halt mit seiner Frau passiert ist, weil in der letzten Folge, wir wissen es ja eh schon, er gibt sich halt die Schuld für ihren Tod. Man weiß halt nicht, was passiert ist mit ihr. Er ist neben der Sache, er weiß auch nicht wirklich jetzt, er ist halt nicht mehr er selber und macht auch Fehler im Hangar. Er hat vergessen, bei ihnen Raptor irgendwas auszutauschen, und da wäre eine Crew fast draufgegangen beim Flug, und er zuckt halt ein bisschen aus später in der Bar, da ist auch der Adama bei ihm, ist auch ein bisschen frech. Tja, was macht natürlich der alte Mann? Er schmeißt ihn vom Hangardeck einfach raus. Aber gut, er hat es auch provoziert. Ja, bei Balta, das klingt so, als hätte er ihn in den Hangar geschleift und dann, und dann wirklich zu Kelly raus ins All runter. Deine Frau war anders weiter. Ja, du, auf meiner Blu-ray ist das so. Ich habe jetzt noch einen Cut hier. Extended Edition. Ja. Peter Jackson hat damit gemacht. Beende erstmal die heilige Zusammenfassung. Ja. Entschuldigung. ja, bei Balto, bei den Jüngern, die werden angegriffen, und zwar von irgendeiner Splittergruppe, die nennen sich die Söhne von Ares. Die wollen halt nicht wahrhaben, dass da jetzt irgendwelche Menschen sagen, ja, es gibt nur einen Gott. Das geht halt bei denen nicht, weil die haben natürlich mehrere Götter. Und Balto zettelt halt wieder mal irgendwas an. Ja, wie immer eben. Und ja, aus Rache hat er dann halt einen Tempel angegriffen, also ein Tempel nicht, eigentlich ein Gebetsraum, also eine Gebetsrunde gestört, und dann auch dort einiges kaputt gemacht, wurde dann in Debris geschmissen. Und ja, was am Ende dann rauskommt, ich glaube, das muss ich jetzt nicht sagen, das können wir besprechen. Und bei Ty gibt es eigentlich auch nichts zu sagen. Das können wir später auch besprechen, würde ich sagen. Ich will es jetzt nicht auflösen. Ich weiß, es ist aber sehr romantisch. Bei Ty und Six. Blutig. Romantisch. Danke. Okay. Ja, man kann auch sagen, auf der Demetrius ist es immer noch sehr, sehr warm. Ja, sehr, sehr langweilig.
Okay, dankeschön. Ja gut, aber dafür, das sieht's mal schön zeitlich knapp gehalten. Aber absolut knapp. Wir können es ja gleich abhandeln. In der letzten Szene kommt ein Blick auf die Demetrius, bei der sitzt Starbuck am Schreibtisch und schläft und Anders schaut auf sie und das war's. Und alle schwitzen. Ja, damit ist doch alles erzählt. Ja. So, Starbuck ist völlig fertig, überarbeitet, die Leute um sie rum machen sich immer noch ihre Sorgen und Gedanken, aber es hat noch keiner rebelliert. Aber warum können die auf einem Raumschiff nicht, also es ist ja so, eigentlich ist es ja kalt im Weltall. Also man muss schon heizen, glaube ich. Warum? Was war das nochmal für ein Schiff? Ein Abwasserschiff. Ein Abwasserschiff. Ein Müllverbrennungsschiff? Ja. Nein, kein Müllverbrennungsschiff. Ein Kläranlage. Ein Abwasserschiff, oder? Kläranlage, genau. Naja, er hat halt irgendwelche Maschinen an Bord, die nicht besonders gut isoliert sind. Glaube ich nicht. Das kann gut sein. Und doch, die Tim, betreiben die Maschinen einfach weiter. auch wenn es dafür gar keinen Grund gibt. Ja. Dummerweise haben die kein Wasser mehr, deswegen laufen die jetzt heiß. Niemand weiß, wie man die deaktiviert. Genau, die laufen einfach heiß. Na ja, gut. Das ist wie so Technologie in Warhammer 40k. Und die funktioniert noch, keiner versteht mehr warum. Am besten nicht anfassen, sonst hört's auf. Und da musst du beten, damit es wieder läuft. Ja, genau. Okay, verstehe, ihr habt mich überzeugt. Es muss so warm sein. Es geht nicht anders. Dann geht's aber los eigentlich bei der Trauerfeier um Kelly. Die der Chief selbst abhält, weil der ja ein Priestersohn ist, glaube ich. Wie wir schon erfahren haben auf diesem Tempel. Ja gut, aber der, ich dachte, er macht das halt, weil er ihr Mann ist. Das weil nach ihm so. Spricht doch nochmal irgendeine Priesterin. Ach so, aber der hat auch so ein Talar um, oder nicht, so ein Tuch umhängen. Nee, das weiß ich nicht mehr. Das war so nah am Vorspann, da habe ich noch nicht. Ach so. Hast du dir noch über den neuen Text Gedanken gemacht? Ja, genau. Da hab ich hab noch überlegt, wann jetzt genau der letzte Zylon enthüllt wird. Genau. Ich dachte, er macht das, weil er halt auch so, weil dem sein Vater Priester war oder so. Ja. Das kann er ja auch mit reinspielen. Das kann ja auch sein, ja. Mit der wird ja Ahnung haben davon. Und dann starrt er noch Ty und Ben an. Nein. Tori. Dann noch Ty und. Es tut mir leid, ich konnte dir nicht helfen. Ty und Tori an. Ja, Post-its an den Monitor machen, bevor wir anfangen. Was waren das? Ja, ich habe das nicht so ganz. Was? Ich habe, ihr solltet euch Post-its an den Monitor machen, bevor wir anfangen. Ich denke bei Tori immer an diese Partei. Heißt die nicht auch Tori? Von die Tories. Ja, genau. Tories, ja. Ja, die stammt von mir. Aber ist es die Johnson-Partei oder andere? Wir können froh sein, dass die Tories, dass die nicht so kompetent wie Tories sind. Okay. Ah, also ist die Johnson-Partei, okay. Echt? Ja, genau. Weiß ich nicht. So. Weil wenn das der Phil so meint, dann ist es sicher so. Ja, es ist so. Ich wusste es gar nicht mehr. Ich dachte, die gibt es schon gar nicht mehr. Sie sind auf jeden Fall auf dem Weg. Ich habe jetzt gerade wieder so eine Tafel gesehen von allen, in Anführungszeichen, Errungenschaften, die Johnson jetzt so innerhalb von, was sind das, 4 Wochen Premierminister. Am tollsten finde ich immer den Satz, hat die parlamentarische Mehrheit von 1 auf minus 43 ausgebaut. Aber der hat Bücher geschrieben. Ja, früher. Stimmt, hat er die sogar selber geschrieben. Ja. Ich bin so toll, weil. All work and no play made John a dull boy. Ja, wo waren wir? Achso, bei der Trauerfeier. Ja, was waren das? Warum waren der Chief da so komisch zu den beiden? Ben? Ja. Naja, weil er hat das ja die ganze Zeit quasi in seinem Kopf. Er ist halt ein Zylon, also die anderen beiden auch, aber ihm geht es ja jetzt erstmal nur um sich. Und das ist quasi alles, was ihn in seinem Alltag noch beschäftigt. Ist er ein Zylon? Sind seine Gefühle, die er auch für seine tote Frau hat, sind die überhaupt echt? Sind die programmiert? Hat er überhaupt freie Entscheidungsgewalt über sich oder läuft das alles quasi nur nach so einem vorprogrammierten Schema ab? Also er hinterfragt sich quasi die ganze Zeit selbst, sich und halt seine Existenz und seine Zukunft. Und warum packt er die jetzt da so am Arm in der Öffentlichkeit? Vielleicht findet er die geil.
Vielleicht also, ich fand das einfach komisch. Ja, Mario? Ja. Ja, also, wie es der Ben gesagt hat, er gibt sich halt die Schuld und ich glaube, er projiziert natürlich jetzt die Schuld auch auf die jetzt, weil wegen diesen geheimen Treffen und so ist das ja so entstanden mit dieser Affärengeschichte eigentlich. Ich dachte auch, das ist ein ganz plumper Versuch, dem Zuschauer glauben zu machen, dass er denkt, dass es Tori war oder Tai war. Aber mehr, also was anderes habe ich auch nicht kapiert. Okay. Ich glaube, er wusste selber nicht genau, warum er das macht. Tai wusste es auf jeden Fall auch nicht. Verwirrt. Lassen Sie das. So verwirrt, dass er gleich zu Six musste. Genau. Boah, du glaubst es nicht, was der gemacht hat da oben. Guck dir meinen Arm an. Ganz blau. Und jetzt schlag mich. Ja, aber im Anschluss treffen sie sich dann ja auch noch bei Chief. Bei noch Chief. Du hast nämlich eben gar nicht gesagt, dass er auch noch degradiert wird. Beim Chief. Und dann reden sie nochmal. Und dann erklärt er das ja eigentlich. Oder? Phil? Ja, dass das auch mit ihrer Karriere zu tun hatte. Ja, vielleicht. Wird halt. Ach so, ja, okay. Für mich ist das einfach nur im Prinzip nochmal die gleiche Unterhaltung, die der Chief schon in der Szene hatte, wo Kelly? Tori? Die tote Frau? Ach so, Kelly. ihn und Tori beobachtet hatte in der Bar, wo es auch schon drum ging, dass Tori sagt so, also bis jetzt finde ich es eigentlich ganz interessant, lass mal gucken, was da noch so geht. Und der Chief halt so, ja. Und das ist eigentlich nochmal die gleiche Unterhaltung, finde ich. Stimmt. Sie ist schon eine Bitch, oder? Naja, also ich finde nicht, dass sie die ist ja jetzt ja nicht Nero-mäßig unterwegs und sagt, lass uns alles anzünden, sondern eher einfach so, also bis jetzt sehe ich ehrlich gesagt mehr Vor- als Nachteile. So, wir sind irgendwie stärker, wir können einfach die Dinge machen. Lass doch einfach mal so ein bisschen ausprobieren, ob das neue Leben nicht besser ist als das alte, bevor wir uns hier jetzt ins Unglück stürzen. Die gibt sich der Sache halt wirklich voll hin, während die anderen halt sich wirklich weigern und sagen, nein, wir führen das Leben weiter, das wir nicht kennen. Sie ist irgendwie so, wer hat's Klick gemacht, na, jetzt bin ich mal eine ganz neue Tory. Ja, genau. Wohin der Weg da so führt und umdrehen kann ich ja immer noch, wenn es blöd wird. Tja, nur nicht die tote Frau, die kann nicht mehr umgehen. Ja gut, das ist ja... Ja. Soll ich mal nicht so anstellen. Das ist ein Problem für die Zukunftsstory. Ich fand in der Szene noch wichtig, witzig. Am Anfang schreit ja das Kind und dann meint Tai so, kümmern Sie sich um das Kind. Und dann ja gut, sagt, ich mach das. Ja, genau. Hat er das Kind dann gewickelt? Weil der, ja. Der ja. geht dann aus dem Bild und sagt, na gut. Ja, aber der Chief sagt doch irgendwie, ja, Windel ist, genau. irgendwas, Windel ist ich weiß was. Genau, was mit dem Kind ist, aber ja. Ich habe keinen Box zu machen. Und dann so. Und dann ist es auch still. Ein bisschen Whisky reingegeben. Ein Saft. Für immer still. Tai wäre so der perfekte Großvater, der seinen Kindern die ganze Zeit immer sagt, was sie falsch machen mit ihren Kindern. Aber es machen viele Großeltern, glaube ich. Ja, aber der hat auch den richtigen Ton. Und Alkohol. Ja, genau. Ja, aber das ist jetzt wirklich der Auslöser, weswegen er dann zu Six geht, oder? Weil es hier wieder um dieses Tori sagt, mit diesen Fähigkeiten halt, Gefühle abstellen und sowas. Ja, und genau, Moral. Die haben es doch irgendwie über Moral und Schuldgefühle und dass man einfach beschließen kann, dass einem das jetzt nicht mehr passt. Ja, und er will sozusagen seine Schuldgefühle wegen Ellen abschalten. Oder das würde ihm halt, das wäre ein Anwendungsfall, den er hätte, sagen wir mal so. Das wäre einerseits praktisch und andererseits hält er ja immer noch ganz, ganz energisch daran fest, dass er, wie der Chief erwähnt es doch irgendwann, dass sie definiert werden durch das, was sie tun und dass sie das nicht einfach sich aus der Hand nehmen lassen. Das wäre ja auch was Tai selbst gesagt haben könnte. Ja, genau.
Ja, und deswegen geht er dann zu Six und will da mal so nachfühlen, was Zylonen denn alles so können, so, oder? So habe ich das verstanden. Oder was? Was soll das? Das so richtig. Ob sie Schmerzen fühlen können. Bewusst, ja. Ja, aber also so vor allem das erste Gespräch fand ich noch relativ unergiebig. Also war eigentlich auch wieder nur nochmal eine Wiederholung von Gesprächen, die es so vorher schon gab. Dass eben der Chief sagt, oh, ihr seid gar keine richtigen Menschen, ihr seid ja nur Computer und könnt alles an- und ausschalten, wie ihr wollt. Und die Zylonen sagen, nein, nein, wir sind genauso wie ihr. Unsere Gefühle sind total echt. Also ich fand bis zu der Unterhaltung, wo sie ihn dann vermöbelt, passiert da inhaltlich nichts wirklich Neues. Ja, also, doch, klar, er sieht Ellen. Ellen ist zurück. Ja, aber in den Gesprächen gibt es kein neues Element, finde ich. Außer eben dieses, ich bin anders als ihr. Nein, bist du nicht. Doch, nein. Mir ist jetzt auch eingefallen, woran mich Ellen erinnert in den früheren Folgen, als sie noch da war. An Sex? Nee. Wow. An Loxana Troy, die Mutter von Counselor Troy. Die war doch auch immer so, wenn sie an Bord kam, hat sie immer für Chaos gesorgt. Und daran hat sie mich in dieser Komödienfolge erinnert, die ich so gut fand. Mhm. Mit dem Dinner, den kleinen Adama gefüßelt hat. Mhm. Du hast bestimmt recht, ich bin nicht so flüssig in Star Trek. Ich habe immerhin erkannt, dass es Star Trek ist. Warum? An Troy. Ah, okay. Aber ich kann dazu nichts sagen. Aber Loxana Troy kennst du doch, oder? Nee, ich kenne Counselor Troy. Weil das ist die Frau von, wie heißt er? Gene Roddenberry? Und die hat schon im Pilotfilm mitgespielt. Hat dann in der alten. Also meinst du die Schauspielerin? Rachel Berry, genau. Oh, ja. Hat in der alten Serie eine Krankenschwester gespielt und hat immer den Computer gesprochen. In der Wikipedia steht Majel Barrett. Barrett, nicht Barry. Ja, genau, hat Tim doch gesagt. Habe ich ja gesagt. Majel Barrett. Die ist vor kurzem gestorben, oder? Vor ein paar Jahren. Ja. 18. Dezember 2008. Ja. Vor kurzem. Das sollte dir zeigen, dass du alt bist. Das vor kurzem. Ja, vor kurzem. Genau. Majel Barrett. Und die hat immer den Computer gesprochen. Mhm. Bis sie tot war. Also sozusagen die Miss Moneypenny von Star Trek. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Achso, Ellen Loxana erinnert. Helena Fischer? Ja. Mario, hat dich Ellen auch an Loxana erinnert? Ich kenne ja Roxane nicht. Loxana. Also ich kenne doch eine. Nicht Roxana. Achso, Loxana. Roxanne. Loxana. Roxanne. Roxanne. Ja. Roxanne. Roxanne. Das hört ihr. Ja, gut, nein, aber ich war überrascht, dass sie auf einmal auftaucht. Ich meine, ich finde es immer noch interessant, dass das bei Tai immer noch so. Ich finde es schön, dass sie nicht einfach gesagt hat, die handelt es in ein paar Folgen ab mit dem Drama, das er noch nicht mehr erlebt, mit dem Schuldgefühl und so. Sondern, dass sie es halt fortführt, das gefällt mir. Und ich habe mich nur gefragt, warum er jetzt Ellen bei Six gesehen hat. Einen Zusammenhang gibt es irgendwie nicht, oder? Nö, außer dass sie einfach so blond ist. Achso, ja. Nee. Einfach die neben Adama wahrscheinlich die zentrale, wichtige Person in seinem Leben. Ja, genau. Und halt die Person, wegen der er sich furchtbar Schuldgefühle genau, also die, macht, die, weil er sie halt umgebracht hat. Er beschäftigt sich halt die ganze Zeit mit ihr. Ja. Und deswegen taucht sie, glaube ich, hier auf, um das zu zeigen. Er sagt ja auch zum Chief, dass das noch sehr lange so sein wird und das ist natürlich da alles seine eigenen Erfahrungen. Also, ja. Ja. Und wer das jetzt, hätte Adama umgebracht und nicht seine Frau, dann wäre jetzt vielleicht Adama in diesem schicken Kleid vor ihm gestanden. Mit der blonden Perücke da. Und einem Schnurrbart, einem blauen Schnurrbart. Ja, genau. Hallo Soul. Und Starbuck. Hm.
Ja, aber Phil hat schon recht, es wiederholt sich irgendwie nonstop, das was in diesen Gesprächen zwischen Six ja, und Saul, also finde ich. Halt ja? Bis auf die letzte Unterhaltung dann. Genau, mein Six offenbart ihn halt ja durch Schmerz, nein, oh ja, wenn man halt Schmerz empfindet, dann lernst du irgendwie dazu und dann überwindest du ihn irgendwie und dann wird es schon irgendwie besser. Und zeigt sie mir dann auch im Endeffekt auch. Eigentlich vermöbelt sie ihn voll und sagt dann, oh, ich glaube, das war alles falsch, was ich gerade gemacht habe. Du brauchst ja was ganz anderes. Entschuldigung, mein Fehler. Ich habe so lachen müssen vorhin, als ich das gesehen habe. Ups. Ja. Aber schon eine tolle Szene. Der Herr muss halt ausprobieren, ob Schlagen oder Küssen ja besser funktioniert. Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Aber wir fangen mal mit Schlagen an. Genau. Ich meine, er hat doch mehr Schläge verlangt am Ende, so ist es ja nicht. Das heißt, er hat schon so eine masochistische Art eben. Ja, im Endeffekt war es das auch, glaube ich, schon bei den beiden in dem Plot. Ja, genau. Das war ja so die neue Entwicklung. Was auch immer das genau bedeuten soll. It will be revealed. Gott, sagen wir das jetzt ständig. Ja, das sagen wir jetzt ständig. Yep. Dann fehlt, was heißt es fehlt? Wir haben ja gerade das angefangen. Dann kommen wir vielleicht zu, oh, da müssen wir jetzt, glaube ich, bevor wir zu Präsidentin und Politik kommen, müssen wir, glaube ich, erst Balta abhandeln, oder? Weil das führt dann dahin. Will jemand Balta abhandeln? Ja, seine Gruppe wird halt überfallen von den Söhnen von Ares. Ja, ja, okay. Eine Frage, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen hatten oder nicht, aber sind die Götter alles in Anführungszeichen echte Götter? Weil die Namen, die hier jetzt vorkommen, das sind ja alles griechische Götter. Ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, tatsächlich. Also macht ja nichts. Ja, ist griechische und auch ein paar römische, oder? Genau. Und die haben in dieser Folge waren ja, ich kann mich jetzt nur noch an Ares eben erinnern, aber da waren so ein paar Götternamen, die ich auf jeden Fall kannte. Und ich kann Römer und Griechengötter eh nie so richtig auseinander. Ja, das sind ja eh die gleichen. Immer die gleichen. Ich wollte sagen. Unterschiedlichen Namen. Genau. Theoretisch sind es ja wirklich die gleichen. Aber ja, es sind, glaube ich, fast nur griechische Götter in der Serie und ein paar römische haben sich auch eingeschlichen. Und ich glaube immer noch, dass das ein Fehler war von den Schreibern. Von ja, denen es wahrscheinlich genauso ging wie mir, dass sie sind einfach nicht immer so richtig wissen, so naja, Mars, Ares, einer von beiden, so Krieg halt. Ja. Aber Jupiter. Die zählen wirklich einige Götter auf. Die sagen ja Götterdienst. So ja, Asklepios weiß ich noch, dass der vorkam, diese Folge. Ja, und Zeus sagt doch Balta, dass er ein Vergewaltiger. Vergewaltiger. Ja. Genau. Und die Kinder kamen aus seiner Stirn. Ja, die werden halt angegriffen. Vorher ist, glaube ich, noch die Tori auch dort, die ihn irgendwie auch noch recht sexuell belästigt im Schlaf. Und das fand ich irgendwie krank. Das war auch wieder so eine, naja, aber das war doch genau so eine Szene mit Tori probiert halt irgendwie Dinge aus. Wo sie ihm die Haare auszupft. Ja, ich finde, das sah so ein bisschen aus, als hätte sie so eine Laborratte vor sich und guckt jetzt einfach mal so, oh, wenn ich da reindrück, was passiert denn dann? Und wenn ich da reindrück, was passiert denn dann? Hm. Fandet ihr nicht? Und ich fand sie nur gestört. Ja, aber keine Ahnung, was das sollte, ehrlich gesagt. Also ich glaube zumindest nicht, dass sie quasi seine Sicht der Dinge teilt mit dem einen Gott und so. Also zumindest noch nicht. Ich glaube, die will nur Sex haben mit ihm. Und Spaß haben. Ja, das hättest du doch aber auch leichter haben können, ohne das Gerede. Also du musst ja mit Balta nicht reden, um Sex zu haben. Vielleicht ist es dann wieder im Bett. Ja, aber die steht ja auch dann später da, wenn er seine Rede hält und ist beeindruckt. Habe ich zumindest den Eindruck. Vielleicht ist sie auch nicht beeindruckt. Vielleicht kann sie einfach ihn wirklich sehen, wie
amoralisch der tatsächlich ist. und hat ihn jetzt so als Vorbild, weil ich denke, so, da will ich auch mal hinkommen, dass ich einfach immer alles so zurechtbiege und nie mir eingestehen muss, dass ich gerade schlimme Dinge tue, weil ich brauche nur die richtige Begründung und dann passt das schon. Und so kommt man um Moral und Schuldgefühle auch rum. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe nur gerade gedacht, davon ausgehend, weil du gesagt hast, der ist so amoralisch und tut immer schlimme Dinge. Eigentlich ist ja das größte Problem, was Balta mit sich hat, dass er ein Feigling ist. Das kommt hier auch wieder zum Tragen. Also er hat ja immer einfach Angst oft und handelt entsprechend, um aus diesen Situationen wieder rauszukommen. Ja, aber obwohl er genau weiß, also dass es falsch ist. Obwohl er weiß, dass es falsch ist, genau. Und auch ganz oft so ein extremes Ungleichgewicht, finde ich, wenn es darum geht, einfach jetzt zu sagen, wie es war. Und das waren ja nicht mehr Leben- oder Todentscheidungen, sondern manchmal würde es ihn ja eigentlich gar nicht so viel kosten, jetzt das Richtige zu tun. Ja. Aber er macht es ja trotzdem nie. Also es ist ja schon einfach Angst oder Unsicherheit, unheimliche Sucht nach Bestätigung von anderen Leuten irgendwie, dass er da einfach immer wieder schlimme Dinge tut, obwohl er es eigentlich ja besser weiß, ja. Und deswegen sagt er jetzt hier auch, jetzt hat er es satt, Angst zu haben. Und dann stürmt er da diesen Gottesdienst, Götterdienst, was auch immer. Ja, aber auch da belügt er sich ja selbst. Warum? Weil der, glaube ich, ohne diese Six, die ihn da ständig anstacheln würde. Ach so. Wäre der lang nicht so mutig. Also spätestens diese Szene, wo er, was wieder unglaublich gut aussah, fand ich, wo er versucht, in das Quartier wieder reinzukommen, wo er nicht rein darf und wo diese Wache davor steht, die ihn dann immer wieder verprügelt. Und diese Szene, wo Six ihn so wieder vom Boden hoch, ja, das sah total gut aus. Also die Einstellung dann ohne sie, das sah wirklich puppenmäßig aus. Ja, stimmt. Wo die Wache sagt, sie können da nicht rein, da sind schon 12 Leute. Und dann sagt Balta ganz verdutzt, was, sie können zählen? Es ist immer gut, den Typen mit der dicken Wumme zu beleidigen. Genau. Ja, das ist ja dann schon nach dem Sturm und viel später, nach dem Politikteil, der dann gleich noch kommt. Aber genau, das ist ja der Grund, warum sie nicht mehr zurück dürfen in ihr Quartier. Genau, aber da können wir dann auch schon hinkommen, oder? Eigentlich schon. Denn es herrscht auch Politik, denn der Pilot Apollo. Vielleicht sollten wir einen Satz vorweg sagen, dass Balta da jetzt ja die ganze, dass der so eine Art Streit anfängt mit den Leuten, die 12 irgendwie anbeten und deren Götter Gottesdienste stören. Ach so. Ja. Genau. Weil darum geht es doch dann in diesem in dieser Ratssitzung. Genau, dass sie neben dem Krieg gegen die Zylonen jetzt nicht auch noch einen religiösen Bürgerkrieg gebrauchen könnten, der nebenher ausbricht. Genau. Das hat sie ja, glaube ich, gesagt, die Präsidentin. Ja, und der Newcomer Adama ist wieder investigativ unterwegs, also Apollo, und hat aufgedeckt, dass die Präsidentin irgend so eine Verordnung insgeheim einfach erlassen hat als Regierungschefin. Und das nimmt er hier auf die Tagesordnung und diskutiert das. Und das war eben genau dieses Sondergesetz oder was das war, Sonderregelung, genau für auf Balta eingeschnitten. Dass Versammlungen genau. von mehr als 12 Leuten verboten sind. Genau. Genau. Und da gibt es dann eine Diskussion. Sarek ist gar nicht da, oder? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich weiß aber auch nicht. Auf jeden Fall sind dann noch so ein paar Vielleicht andere. Ist er sehr beschäftigt mit irgendwas. Zum Beispiel? Anschläge planen. Zum Beispiel sich mit den Söhnen von Ares zu unterhalten. Ach so, ja, das könnte ich sagen.
Zum Beispiel. Also um sie zu ermahnen, sowas nicht genau wieder zu tun. Ja, natürlich, natürlich. Das ist möglich. Auf jeden Fall sind dann gleich auch, springen dann noch gleich paar Apollo zur Seite, die sich auch als potenziell zukünftige Versammlungsopfer sehen könnten, weil sie war ja, glaube ich, von Sagittaria oder so, gell? Die dann. Ich glaube, die sehen sich alle hauptsächlich als zukünftige Präsidenten. Ach so, das kann auch sein. Ja, wirklich. Auf jeden Fall, die Präsidentin wiegelt das so ab und hat gesagt, ich habe auch einen Müllschlucker, irgendwie Reparatur habe ich auch unterschrieben, während wir nicht getagt haben. Aber das ist ja hier eigentlich schon was anderes. Guter Vergleich. Ja. Sehr, sehr guter Vergleich. Damit waren alle überzeugt, ja. Ja. Genau. Und dann gibt es ja irgendwie diese Eilverordnung, also dann stimmen die drüber ab, der Zwölferrat, dass das wieder aufgehoben wird. Das sieht man gar nicht, aber als Walter dann verprügelt wird von dieser Wache, wenn er in den Raum will, kommt ja Apollo und sagt, hier stopp, ist alles wieder aufgehoben. Das wäre schön, wenn man noch gesehen hätte, wie Apollo so 2 Minuten dasteht und zuguckt, bis er dann sagt, jetzt. Das wäre dann wie 6 gewesen. Aha, das war ja alles ganz falsch. Huch. Dann hält Balthasar noch diese komische Rede, die irgendwie total dämlich war, fand ich. Ihr seid perfekt, bla bla bla. Und das fanden alle total toll. Das war das, was die Leute hören mussten, wollten. Ja. Ja, genau. Wie so oft, wenn er redet. Ja. Hat aber irgendwie auch keinen Inhalt. Ja, naja, doch schon. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ihr seid perfekt, weil Gott liebt ja keine Unperfekten. Das ist ja allgemein bekannt. Deswegen müsst ihr perfekt sein, weil Gott liebt euch. Ja, genau. Totaler Quatsch. Das ist halt ein religiöser Beweis, was erwartet. Ja, ja. Zirkelschluss. Beweis. Ja. Also du darfst da jetzt ja keine wissenschaftliche Methode irgendwie. Deswegen sage ich ja nur, das war eigentlich völliger Quatsch, was er da geredet hat. Ja, das war einfach nur eine Motivation der Leute, damit die weiter hinter ihm stehen. Ich finde es jetzt auch gar nicht so an den Haaren herbeigezogen. Einfach, dass die Leute darauf so anspringen, weil das ist ja schon eine schwierige Situation ist. Ich meine, ich kann hier in meiner Wohnung sitzen und mir denken, ja, red du nur. Ich muss das gerade nicht so hören, aber wenn ich seit Wochen und Monaten auf der Flucht vor irgendwelchen Mörderrobotern wäre, würde es mir vielleicht ganz gut tun, wenn mir irgendjemand sagt, du bist voll cool. Ja, er könnte aber auch sagen, Gott liebt alle Menschen, niemand muss perfekt sein, das wäre genauso. Also es ist ja einfach. Aber die Leute nur ich hören, bin, dass sie also perfekt sind. Genau, dann hätte er aber perfekt sagen müssen, nur ich bin perfekt, weil ich höre Gottes Wort. Tut mir leid. Also es ist eigentlich egal, ja, was natürlich, er sagt. Es geht um dieses. Das wäre die, nee, ich meine, du hast schon recht. So wie du das sagst, wäre das halt die wokere Message gewesen. Die was? Na, die, wie sagt man das denn auf Deutsch? Die nicht selbstbewusst im Sinne von, halt die, mir fällt kein guter deutscher Begriff dafür ein. Du beschreibst das auf Französisch. Oder so. Vielleicht auch selbstreflektierter vielleicht. Okay, ja. Ja, ja, ja. Ist ja auch egal. Ja. Ja, genau. Ich glaube, du hast es ja auch richtig gesagt. Es ist auch eigentlich egal, was der Inhalt ist von dieser Rede. Es geht ja um dieses Motivationsding. Ja. Und das kaufen sie ihm halt ab. Und das war, da war doch auch so Sachen, die auch irgendwie, ich kenne jetzt nicht so viele Religionen, aber die zumindest auch im Christentum erzählt werden, dieses, um andere zu lieben, müsst ihr erstmal lernen, euch selbst zu lieben und ihr tragt alle irgendwie die Flamme Gottes in euch und so. Das ist ja nichts.
ist doch nichts, was man hier nicht auch hört, wenn man sich von irgendjemandem was erzählen lässt, der Gottes Wort verkündet. Also ja. Jetzt keine ungewöhnliche religiöse Botschaft. Nein, das stimmt. Wie heißt denn Tory mit Nachnamen, Ben? Tory. Ja, Tory. Ich auch, die heißt Tory mit Nachnamen. Ich sehe hier aber gerade, dass sie Tory Foster heißt. Nein, er heißt Tory. Ach, schade, weil ich dachte, die heißen alle drei mit T. Tory Toaster. Tory Toaster. Nein, Thai und Tyrrell. Thai Toaster. Ah, okay. Thai Toaster. Tory Toaster. Turtle Toaster. Stimmt, Turtle ist ja der Nachname, nicht der Vorname. Nee. Turtle, Galen? Galen Turtle. Galen ist der Vorname, ja. Chief. Chief ist der Specialist. Ja, okay. Ja, Specialist jetzt, ja. Denn da müssen wir. Ah, ja, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gell? Genau. Über sein. Das kommt als nächstes, ja. Ja, den Anfang hatten wir ja schon mit der Beerdigung. Mir fällt als nächstes ein, die überhaupt gar nicht subtile Szene, wo man ihm dabei zuguckt, wie er so ein, ich kann mir nichts merken. Raptor. Wie heißen diese Flieger? Nee, Raptor. Drin, kein Raptor, oder? Verdammt. Das ist ein Raptor. Ja, also das, was abstürzt hinterher, ist der Raptor, wenn du darauf. Ach so, hinterher, wo er dann. Wo er sagt, wo raus aus dem Cockpit. Die Sicherung einsteckt. Das ist ja kein Raptor, das ist ja ein Super Viper. Viper, genau. Genau, aber das Schiff, das hinterher abstürzt oder fast abstürzt, weil er Mist baut, war ein Raptor. Das ist ein Raptor, ja. Genau. Ja, also da fand ich auf jeden Fall die Szene da vorher schon so, dass es überhaupt keine Überraschung war, dass mit dem Schiff jetzt was schief ist, weil so, ich bin ganz in Gedanken. Oh, hier ist ein Ersatzteil auf meiner Brust. Ich stecke das mal ein. Das habe ich sicher gerade nicht gebraucht. Ich brauche das später nochmal. Schief, ist mein Schiff fertig? Ja, ja. Ja, ja, es ist fertig. Also das war jetzt kein, da würde ich kein Emmy für Skript geben. Das stimmt, ja. Ja. Eine Kette von Ereignissen. Ja, und ich meine, er stößt ja auch wirklich alle um sich herum weg, die ihm sonst immer geholfen haben oder die für ihn quasi vorher diese Deckfamilie gebildet haben. Egal, ja, wer kann ich auch verstehen, dass er da jetzt gerade ein bisschen durch ist, einfach. Also, das ist ja schon so eine kleine emotionale Belastung, wenn deine Frau sich so aus dem Nichts einfach umbringt. Quasi, wenn sie weg rausgeht. Ja. Sie musste kurz raus. Das ist eine James Bond Moonraker-Anspielung. Ja. Das sagt er zu genau. Über Drax. Ja. Wo ist Drax? Er musste mal raus. Genau. Sehr schön. Und die stehen ja trotzdem alle extrem zu ihm. Also da in dieser Szene, nachdem sie da gelandet sind und er feststellt, dass er es verbockt hat, siehst du hier seinen Mechaniker-Kumpel, der nur so hinter ihm so das Gesicht verzieht, aber nichts sagt. Und hier die Pilotin, die man so, ja, okay, es ist ja niemandem was passiert. Ja, es ist ja auch dann anfängt, die Pilotin, so die schreien, wie die ganze Deckcrew alles so, ich muss, oh, ich habe da hinten was vergessen, ich gehe mal woanders hin. Also es kommt ja keiner, der sagt so, ey Junge, komm mal klar oder nimm dir eine Auszeit, was auch immer. Sondern das sind ja alle so extrem, was ich auch wieder verstehen kann, dass die alle so auf Zehenspitzen unterwegs sind. Mhm. Weil es ist ja auch nicht immer einfach zu wissen, wie genau man jetzt mit jemandem umgeht, der gerade in so einer emotionalen Ausnahmesituation ist. Ja. Dann arbeitet er die ganze Nacht durch. Ja. Und dann, wenn dann wieder der, ich weiß jetzt, wie heißt der Ben, weißt du es? Figurski. Sein Kollege da. Figurski, genau. Wenn der dann natürlich wieder, sein Kollege das. Da, genau. Wenn dann sein Kollege da wieder kommt und fragt ihn, hast du die ganze Nacht gearbeitet oder bist du schon wieder da? Dann haut er einfach ab. Ja, wirft sein Ding in die Ecke und geht weg. Ja, genau. Mit Adama. Ja. Dumme Idee. Es ist nicht gut für die Karriere. Ja, das stimmt. Aber er wollte ja auch nicht mal mit Adama saufen. Adama kommt einfach dummerweise dazu. Weil er nämlich Regie führt und da hat er sich an die Bar geschrieben. Er hat im Drehbuch gesehen, fuck, der Tyrrell ist an der Bar. Genau. Da gehen wir den mal besuchen. Ja. Genau. Und ja, das eskaliert so ein bisschen. Ja. So ein kleines bisschen.
Ja, und Adama macht ja aber jetzt dann das genau das, worauf Tyrell eigentlich hin, also was er versucht hat zu provozieren. Nämlich, dass ihn jetzt jemand bestraft. Ja. Aber er ist dann trotzdem entsetzt, wenn er es gemacht hat, oder? Hatte ich das Gefühl. Ja, war vielleicht schon so ein bisschen wie weiß ich nicht, am Tag danach erzählt kriegen, was man so auf und unter Einfluss der Pilze alles so gemacht hat. war vielleicht doch keine so gute Idee. Aber Ambrosia. Jo mei. Ambrosia. Aber es ist halt zu spät. Ja. Ja. Weil jetzt ist er Specialist. Specialist. Genau, und soll sich jetzt quasi einen neuen Job suchen oder geben lassen, eher gesagt. Weil er was die immer ein bisschen unterschätzen bei sowas, sind so Publikum wie ich, der immer nur anhand der Reaktion der Umstehenden erkennen kann, ob das jetzt eine Beförderung oder eine Degradierung ist. Kein Specialist. Kein Mensch kennt Unteroffizierdienst gerade. Kein Mensch. Also ich meine, woher weißt du nicht, ob Specialist höher ist als Chief? Oder ob Chief überhaupt tatsächlich ein Rang ist. Oder einfach nur so ein Lieutenant Junior. Echter Name ist. Sein Vorname. Naja, oder halt so nennt man halt den Typen, der da die ganze Zeit rumschraubt. Das ist halt der Chief. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Chief ein Rang ist. Ist das ein Rang? Schon, wahrscheinlich. Sonst würde er jetzt nicht Specialist sein. Ich glaube. Es gibt doch, der ist wahrscheinlich Chief Petty Officer gewesen oder sowas. Und Chief ist die Abkürzung oder so. Petty, ich habe auch noch nie verstanden, warum Petty. Petting Officer. In so vielen Rängen enthalten ist. Wie in Rängen enthalten ist? Das ist ein Rang. Das ist ein Unteroffiziersrang. Ja, genau. Er meint, warum Petty heißt, Petty Wort ist aber auch ist ein englisches Wort. Das heißt ja auch irgendwie belanglos. Ist auch Petty. Klein gering. Ich bin immer verwirrt, dass es so klein gering. Ja. Das steht für Unteroffizier wahrscheinlich. Für Billigoffizier. Der belanglose Offizier. Ja, belanglos. Nice. Belanglose Offizier, treten Sie vor. Der Petty Officer ist meist ein Specialist oder Verantwortlicher für eine kleine Gruppe von Mannschaftsdienstgraden. In der US Navy wird der Dienstgrad je nach Dienstalter und Verantwortung in 3 Klassen abgestuft, wobei der Petty Officer Third Class, der niedrigste ist, der Petty Officer eigentlich eine Dienstgradgruppe. Okay, das ist kompliziert. Ah, hier, die Wiki, ja, genau. Title, Senior Chief Petty Officer. Ah ja. Genau, und Position ist Chief of Deck. Ah, das ist die bisherige von Tyrell. Genau, die er bis heute quasi hatte. Aber das ist kein Rang, sondern eine Position, oder was? Das ist die Position, den Rang hat Tyrell. Senior Chief Petty Officer ist der Rang. Genau. Ah, okay, dann kann man ihn wegen beidem Chief nennen. Genau. Okay. Der wird doch bestimmt in Zukunft trotzdem noch Chief genannt. Ex-Chief. Ex-Chief, genau. Chief Toaster. Chief Toaster. Ambrosia. Mhm. Ein Specialist ist, glaube ich, der niedrigste Unteroffizier, oder? Ich weiß ja nicht, woran die sich orientieren tatsächlich. Das stimmt. Aber wahrscheinlich an den USA. Oder Kanada. Oder Australien. Ja, na gut, kommt nach der Degradierung noch was. Mit ihm kommt nichts mehr. Nee, er sitzt dann da und denkt sich, wow, das habe ich ja super hinbekommen. Das hast du nicht gesagt. Sicher nicht gesagt zu mir. Hat er nicht gesagt. Halt mich zurück. Sein Kopfzylon macht die ganze Zeit so. Mm. Oh Mann. Okay, weiter. Jetzt hast du mehr Zeit, dich um dein Kind zu kümmern. Das ist wahr. Die Windeln zu wechseln endlich. Muss das nicht mehr Teil machen. Ja, mal. Ja. Wahrscheinlich macht das Teil immer noch freiwillig dann. Wahrscheinlich. Der wohnt jetzt da, ja. Schlicht neben ihm. Alan, bist du das? Ja. Okay, dann gibt es noch Laura, Roslyn und Adama, die sich ein paar Mal treffen. Genau, meistens dann, wenn sie ihre Behandlung hat. Ja. Und da geht's sie trägt jetzt eine Perücke.
Das stimmt, aber es, meint ihr, das ist in Wirklichkeit auch eine Perücke? Ja. Ja, sieht man das? Ja, das sieht sah so schlecht aus. Ich finde, es sieht auch, ja. Also ich finde, es sieht extrem komisch aus und ich erkenne normalerweise keine Perücken. Okay, also ich habe schon gemerkt, dass es ein bisschen anders aussieht, aber ich dachte, vielleicht haben die das so hingefrisiert. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur gut hinfrisiert, ist wahrscheinlich einfacher, aber es sieht komisch aus. Ach, einfach ein Haarnetz drüber und dann die Perücke, das geht, glaube ich, relativ viel. Das machen sie meistens in Filmen und Serien. Was denn, Mario? Ja, das, was der Ben meint, das machen sie meistens. Haarnetz. So ein Haarnetz über die Haare und dann die Perücke drüber. Okay. Das ist nicht mehr so wie früher, wo du dich den Schädel abrasieren musstest und keine Ahnung. Ja, dass sie ihr nicht die Haare deswegen abgeschnitten haben, hätte ich mir schon auch gedacht. Also es gab Schauspieler, die machen das. Ja, klar. Aber deswegen in einer Folge, genau. Ja. Christian Bale hätte alles gemacht für die Rolle. Das, für nee, die bei ihm wären die einfach Präsidentin ausgefallen. Der 12 Kolonien. Ja. Hätte sich umoperieren lassen für die Rolle. Ich will die Rolle und ich krieg die Rolle. Schaut mich an, Bale. Ich bin Messe. Ich bin die Präsidentin. Ich bin die Präsidentin. Guten Tag, ich grüße Sie. Ja, da kann er seine ganzen Batman-Kenntnisse. Und dann gibt's noch eine, also das, ach so, die eine Szene war, wo Adama ihr dann von dem Buch vorliest, was er auch noch nie zu Ende gelesen hat. Weil es ihm so gut gefällt. Ja. Das hat mich so ein bisschen an Desmond erinnert von Lost, der ja auch dieses eine Buch von Charles Dickens immer noch nicht gelesen hat, weil es sich bis zum Schluss aufheben wollte. Ja, aber der hat ja sogar schon angefangen und es ist sein Lieblingsbuch. Das stimmt. Und dann, nein, ich lese es nicht fertig, weil andererseits, ich hab genau sowas Ähnliches von einer Show, die es vor ein paar Jahren gab und die dann eingestellt wurde, habe ich mir die 5 Episoden aus der letzten Woche, die liegen bis heute bei mir auf der Festplatte und ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich nicht will, dass es zu Ende geht, was total dumm ist, weil dadurch hat es ja einfach nur früher geendet. Stimmt eigentlich, ja. Stimmt. Du hast also nicht die letzten 5 Folgen von Firefly gesehen. Wieso musste ich da auch dran? Nein, ich habe nicht von Firefly gesprochen. Das ist nämlich nicht zu Ende. Ja, auch Firefly finde ich gut, aber ich bin da nicht so, dass ich finde das nicht die beste Serie aller Zeiten. Aber also, Firefly hat die Gnade der wenigen Folgen. Aber als dann der Herr der Ringe, als ich der Herr der Ringe fertig gelesen hatte, da war ich auch depressiv oder war schlecht gelaunt, weil das jetzt so lange gedauert hat und ich es dann fertig hatte. Also ja, kann ich schon verstehen. Kaputt gemacht, und dann hast du das Silmarillion angefangen und hast dir gedacht, naja. War vielleicht doch ganz gut, aufzuhören. Eigentlich brauche ich doch nicht mehr. Ja, eigentlich darfst du vielen Dank. So war das, ey, wirklich. Nur, dass ich, ja, bei mir war das nämlich auch. Ja, das ist wirklich ein ziemlicher Scheiß, das Silmarillion, gell? Nein, aber es ist eigentlich optimal, um das einfach so nachher der Ringe zu lesen, dann wirst du geheilt von diesem, ich brauche unbedingt mehr von dieser Welt. Und das stimmt. Nee, es ist okay. Gut. Der Hobbit habe ich dann noch gelesen, tatsächlich erst hinterher. Ja, das geht ja relativ. Hatte ich vorher schon gelesen, ja. Aber das geht ja schnell. Eben. Geht schneller, als die 3 Filme zu gucken. Ja, das ist wahr. Zurück zu Luke. Lost. Ah, ja. Ich verwechsel das immer. Hat ungefähr das gleiche Niveau. Was? Mir ist jetzt aufgefallen, dass Lost ein Scheiß-Titel ist, wenn man danach googeln will. Lost. Google mal nach Lost. Okay, Moment. Nach Battlestar Galactica kann man googeln, aber nach Lost kann man nicht googeln. Lost. Lost, eine Fernsehserie. Lost-Fernsehserie. Echt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Neo ist noch dabei, die Übersetzung halt für das Wort Lost, aber ansonsten alles Lost. Ich nehme alles zurück. Die komplette erste Google-Seite geht ja, nur um die Serie. Klar. Ist okay, ich nehme alles zurück. Die ersten 50 Treffer Lost. Lost Highway verpasst. Ah ja, Lost Highway. Hier Spiel von David Lynch. Aha. Was? Also ich weiß nicht. Ich bin auf Pornhub gelandet irgendwie. ja, okay. Er ist halt eingeloggt bei Google und weil er sonst auch immer Pornhub googelt, hat ihn Google jetzt auch direkt hingeschickt. Meinen Sie Pornhub?
Was findet man denn, wenn man auf Pornhub Lost sucht, Mario? Ich könnte es mal anschauen. Na, warte mal. Schauen wir mal. Warte. Lost. Was sagst du mir jetzt? Lost Poker Game. Oh nein, das kann ich nicht vorlesen, was da steht. Nein. Das kann ich nicht vorlesen. Dann verschieben wir das auf ein andermal. Wir haben doch kein A-Rating. Ja. Noch nicht. Daddy lost his stepdaughters. Ja, lass wir das. Lass uns das hier erst noch abschließen. Wir sind ja kurz vorm Ende und du musst gleich weg. Du musst ja auch gleich weg. Eben, zu Pornhub. Die zweite Szene mit Adama und der Präsidentin, da unterhalten sie sich dann nochmal über das Thema, über diese Ratssitzung und Adama, also den jungen Adama Apollo. Und ja, da geht es halt nochmal darum, dass, ja, da geht es einfach nochmal darum, dass die Präsidentin halt nochmal sagt, er tut halt das, was er für richtig hält, aber das ist halt nicht immer das Richtige. Weil Apollo ist natürlich der, der nach seinen Idealen handelt. Und sie ist eben die praktikable Politikerin. Ich weiß es nicht, was sie im Deutschen sagen, aber im Englischen sagt sie ja sowas wie, manchmal ist das Richtige zu tun ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Sowas in der Art. Also, das sagt sie auch nicht im Englischen. Ja, aber sowas in der Art. Ja, genau, also ziemlich genau das sagt sie im Deutschen. Ich habe es nämlich diesmal auf Deutsch geguckt. Ah, okay, sehr gut. Okay, dann sagt sie ja das Gleiche. Ja. Weil ich glaube auch, dass sie erkennt, dass Lee schon das Richtige tut, aber sie ist anscheinend der Meinung, dass man nicht immer das Richtige tun kann, um weiterzukommen. Sie ist vor allem der Meinung, dass ihr das nicht passt, dass er ihr die ganze Zeit so knüppelt zwischen die das beiden. Das kommt natürlich noch dazu. Das auch. Und dann ist ja auch noch Balta ihr Special Friend. Also sie hat ja überhaupt kein Problem, für Balta extra Touren zu machen. Extra die Grundrechte. Ja, genau. Also ich finde, das ist schon so eine sehr bequeme Ausrede für Leute. Einfach sagen, ja, naja, ich würde ja gerne das reden, aber mal ja Notsituation, das ist nicht immer so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Das ist ja schon eine. Genau. Ja, aber die Präsidentin hat doch keinerlei, also ich verstehe die schon so, dass die keinerlei Machtfantasien oder so hat. Also sie will nicht. Das kann ja sein, aber trotzdem finde ich es ja, darauf kannst du es ja nicht ankommen lassen. Ja, wenn du die demokratische Kontrolle außenrum bist, wie der Rat, dann kannst du ja nicht sagen, naja, wir gehen jetzt mal davon aus, bei Ihnen geht's schon gut, sondern es gibt ja einen Grund, warum der Präsident nicht mit diktatorischen Vollmachten ausgestattet ist. Dann wäre es ja Adama. Dann wäre nämlich eine militärische Entscheidung. Genau. Also ja, du musst ja nur mal die hier Roslyn mit Sarek austauschen. Ja, ja. Ja, ja, eben. Nee, ich glaube ja auch nicht, dass sie sozusagen die Macht, der Macht wegen an sich binden möchte, sondern ich glaube tatsächlich, dass sie der Meinung ist, dass die Menschheit mit ihr die größte Überlebenschance hat. Und ich weiß aber gar nicht, ob das so wirklich besser ist, weil es zweifelt ja von uns auch keiner dran, dass sie, wenn sie der Meinung ist, dass es notwendig ist, da auf alle Regeln scheißt und ja, einfach nee, versucht durchzu. Und also bei so einer religiös Verblendeten im letzten Stadium ihrer Krankheit sich befindlichen, wäre ich ein bisschen vorsichtig mit was lasse ich die denn alles noch so alleine entscheiden? Ja, genau. Ja, aber sie macht es ja auch extra. Sie hat das ja auch extra alleine entschieden, weil sie schon wusste, dass das der einfachste Weg ist, ohne dass es, weil sonst würde es nicht durchkommen. Deswegen ja, das ist aber so eine, das ist wie wenn ich bei mir auf der Arbeit irgendwelche Dinge einfach so mache, wie ich das für richtig halte, ohne meinen Chef zu fragen, weil ich weiß, er würde wollen, dass ich es anders tue, also frage ich ihn gar nicht erst. Genau, wer fragt, kriegt Antworten. Das ist ja Quatsch. Deswegen nie fragen. Immer mal. Da könnte man ja gleich das Parlament in Sitzungspause schicken und alles durchdrücken. Genau. Und das war übrigens sehr lustig, wie die sich in dieser Gerichtsentscheidung drumherum gedrückt haben, dass ja nirgendwo der Satz steht, dass die Queen jetzt das Recht gebrochen hat, sondern das dass richtig. Immer nur Johnson den Fehler gemacht hat. Die Queen, ja, die hat ja nur so ihre Pflicht erfüllt, aber der Fehler, der lag ganz woanders. Ja, egal, wir haben keine Zeit mehr.
Ja. Wurde ihr falsch erklärt. Wir haben nämlich hier gar keine Queen, aber Adama sagt gar nichts dazu, also so richtig, oder? Nö. Sie hört ja quasi dann mitten in ihrer Tirade auf, weil sie ja halt erkennt oder sich selbst quasi sagt, dass sie während dieser Behandlung eben keine emotionalen Höhen erreichen soll, sondern eben Ruhe bewahren muss. Mhm. Und Tiefen. Ja, damit kennt sie sich ja aus. Und dann schläft sie ein, während Adama ihr aus dem Buch vorliest, obwohl das geschlossen ist und er es anscheinend auswendig kennt. Und obwohl er es noch nie gelesen hat. Ja. Dann liest du den Klappentext. Er hat bis zu einem bestimmten Kapitel gelesen. Ja, aber sie waren doch schon darüber hinweg. Er hatte vorher schon gesagt, jetzt kommen wir in die Region, die ich noch nicht kenne. Genau. Und er liest einfach und das Buch ist zu. Echt? Er ist ein Magier. Habe ich gar nicht gesehen. Wirklich? Vielleicht hat er einen Teleprompter. Ach so. Oder vor ihm liegt noch ein Buch und wir sehen das nur nicht. Das kann sein. Ich glaube, wir haben eine Szene vergessen. Nämlich die, in der die Präsidentin zu Balta geht. Ach stimmt, sie war ja bei ihm in der Zelle und lässt ihn danach wieder frei. Mhm. Und da droht sie ihm nochmal so ein bisschen. Ja, Rosalind-mäßig so, hä? Das ist Freundschaft eben. Die zwei Buddies. Genau, er war ja in der Zelle, weil er ja diesen Gottesdienst gestört hat und diesen Tempel so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und dann lässt sie ihn ja frei und dann passiert ja die Sache, dass dieser Angriff von dem Marine quasi. Das passiert ja quasi danach, als er wieder auf dem Weg zurück nach Hause ist, glaube ich. Und vorher sagt sie schon so, ich mache meinen Job, aber dann diese Drohung ist auch, also für Balta ist das ja auch völlig egal, ist dem ja völlig egal, ob die Präsidentin jetzt sagt, mach keinen Scheiß. Sie sagt mir auch, dass sie bald stirbt. Weil und sie trägt die Perücke, das verrät sie mir auch jetzt. Ja. Und sie ist ihm schon ein bisschen an. Denke. Mach ich keinen Scheiß. Ja, war auch wieder, ich finde, diese Folge war voller Szenen, nach denen alles so war wie davor. Hm. Das war auch also, so eine nutzlose Szene. Ja, du magst sie nicht. Ja, du magst sie nicht. Okay. Also, man kann es mit einem Satz zusammenfassen. Das letzte Mal in den letzten Folgen von Battlestar Galactica. Theoretisch, weil es wiederholt sich wirklich alles in der Folge. Ja, das Einzige, was sich geändert hat, ist der Rang vom Chief. Ja, das stimmt. Nee, aber ich finde auch, die Folge endet dann auch mit dieser Szene, hatten wir ja schon gesagt, auf der Demetrius, wo Kara dann da schläft und Sam einfach so auf sie drauf guckt. Das fasst eigentlich so den gesamten Inhalt der Folge zusammen. Ja, genau. Die Leute aber haben einfach auf und sagt, Anders, sie wird schon da. Einen total langweiligen Traum. Das fand ich so, ich weiß nicht, das war natürlich nicht die Intention, aber ich fand das so passend, diese letzte Szene. Die hat genau das zusammengefasst, was in dieser Folge passiert ist. Und dass es sehr, sehr, sehr heiß ist auf der Demetrius. Ja, das stimmt, das hatten wir ja schon. Richtig. Okay. Das war ja jetzt schon fast Foreshadowing, kommen wir zur Bewertung. 10 Punkte. Phil, fang an. Ja, okay. Dann wiederhole ich nochmal, was ich gerade gesagt habe. Dass ich finde, dass in dieser Folge extrem viel Zeit auf Szenen verwendet wurde, in denen es null Fortschritt gab, wo am Ende alles so war wie vorher. Und ich weiß nicht, ob der Adama hier jetzt so eine in Anführungszeichen leichte Folge zum Regie führen gekriegt hat, weil da kannst du nichts kaputt machen, Nein. Da passiert nichts Wichtiges. Na gut, sag du bist dran. Oder ob er da einfach drauf steht, weil ihm das, ich weiß nicht, ich fand es auf jeden Fall nicht besonders gut. Gab es irgendwas besonders gut? Ja, also alles im Prinzip nicht uninteressant, aber halt Umsetzung echt verbesserungswürdig. So wie das, was ich vorhin mit dem Chief gesagt habe. Wenn du am Anfang einer Szene schon genau weißt, wie es da weitergeht und du dann nur noch so gedanklich Haken setzt, ja, das ist passiert, das ist einfach kein gutes Zeichen. Also ich bin jetzt nicht eingeschlafen bei der Folge, aber ich gebe ihr 5 Punkte. Mhm.
Phil? Nein, das bist ja du. Ja. Ben? ja, ich glaube, meine Meinung habe ich ja eben schon so ein bisschen, wie du gesagt hast, so ein bisschen schon verraten mit dieser letzten Szene. Ich sehe das auch so wie Phil. Also letztlich, es passieren zwar Dinge in dieser Folge, aber die, bis auf die Degradierung des Chiefs, quasi keinen Einfluss auf die Geschichte haben und jetzt auch die Sache mit dieser Verfügung, die erlassen wurde, die danach hinterher wieder aufgehoben wurde. Also letztlich sind wir jetzt genauso weit wie vorher auch. Also ich hätte die Folge jetzt auch nicht wirklich gebraucht, deswegen bekommt sie von mir auch nur 5 Punkte. Okay. Ich wollte ihr eigentlich 6 Punkte geben. Aber wir haben dich überzeugt. Jetzt habt ihr mich so runtergezogen, dass ich auch 5 Punkte gebe, weil sie war zum Teil auch irgendwie so ein bisschen langweilig. Also ich saß da manchmal und hab gedacht, ja, laber, laber, laber. Und es wurde irgendwie nichts inhaltlich Sinnvolles besprochen. Und das mit dieser Kette, das habe ich vorher noch gar nicht gemerkt, aber es ist natürlich so mit dem Haken setzen, das ist ein schönes Bild. Ja, es ist tatsächlich so. Am interessantesten fand ich noch den Tai irgendwie in der Folge. Ich gebe ja auch 5 Punkte. Was soll's? Und der Mario ist dran. Zum Schluss. Dieser Gruppenzwang ist so böse heute. Ich glaube, ich muss mich auch anschließen. Ich hätte nämlich wirklich auch 6 Punkte hergegeben. Aber dachte mir, ja komm, die Schlagszene, die Schlägerei-Szene am Ende, die war doch ziemlich geil. Gib 6 Punkte her, Mario. Aber nein, ich bleibe bei 5 Punkten. Es ist so eine typische Filler-Folge für mich. Es ist sehr wenig passiert. Was für eine Folge? Eine Filler, also eine Lückenfolge. Ah, Long-Filler. Ja. Lückenfiller-Folge. So ein Lücken, ja genau. Oder Short-Filler. Nein. Okay. Nein. Oh, Tim. Oh, ich weiß nicht, ihr habt jetzt wirklich alles gesagt, was positiv ist. Ich fand halt nicht. Doch. Also die Schlägerei-Szene war doch geil. Also ich habe lachen müssen. Das war schon cool. Okay, gut. Überzeugt. Ja. Ja, wirklich. Mies. Langweilig. Nein. War fad irgendwie, aber nichts Spannendes. 5 Punkte. Ja, ich fand sie jetzt auch nicht grottenschlecht, aber ich glaube 5 Punkte. Ist ja auch irgendwie die Mitte. Wir haben bessere Folgen gesehen. Ja. Wir geben selten weniger als 6 Punkte. Ja, das stimmt. Und 5 Punkte ist jetzt wirklich der Durchschnitt. Okay, wir können nochmal gucken, was sie bei IMDb hat. Und in der Zeit könnt ihr mir erklären, wo ich suche, was Escape Velocity denn mit der Folge zu tun hat. Also perfekter Schmerz, verstehe ich. Aber Escape Velocity ist doch schon sehr Meta, oder? Ja, ich dachte, dass das in der Folge genannt wird, aber ich muss mich vertan haben. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann es war. Das war einfach die Erinnerung an... An Kelly? Kelly. Mhm. Damit wollte ich einfach nur zugeben, dass ich keine Ahnung habe, was der Titel mit der Folge ist. Ich habe auch keine Ahnung, warum es ja, so ist. Ja, Fluchtgeschwindigkeit ist schon, glaube ich, sehr Meta. Das ist schon so gemeint, dass Flucht vor sich selbst, vor der Realität vielleicht oder keine Ahnung. Vielleicht so oder auf darauf gemünzt. Und das mit ja, großer aber Geschwindigkeit. Das ist mir dann auch schon zu blöd. Also wenn du es auf die Ebene heben willst, da kannst du dir ja alles greifen, was du willst. Da passt ja alles und nix. Entschuldigung. Entschuldigung. Es geht bestimmt einfach um den Chief, der vor sich selbst und seinem eigenen Selbst. Nee, ich glaube, es geht eher um Tori, die sich von der Schwerkraft der Moralvorstellungen los. Das könnte natürlich sein, aber vielleicht geht es ja auch um Balter, der sich in seine Religion. Nein, spielt, eigentlich geht es vielleicht geht's doch um die Windeln. Genau das meine ich. Ja. Ja, oder? Das ist halt Bullshit. Genau wie die Folge. Punkt. Oder passender Name für eine passende Folge. Adama, der aus seinem Buch vorliest und da kommt das Wort vor in der englischen Originalversion. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Irgendwas mit Wellenreiter, oder? Wellen? Nichts mit Schmerz oder so? Nein. Achso, die Folge. Nein, die Folge, ja. Ja, nein, perfekter Schmerz. Ist der deutsche Titel tatsächlich besser. Weißt du, damals beim Übersetzen dachten die sich, ich habe keine Ahnung, was genau. Ich nehme perfekter Schmerz. Ja, aber woran denkst du so, wenn du an die Folge zurückdenkst? Ja, aber das ist tatsächlich wenigstens doppeldeutig. Ja. Perfekter Schmerz bezieht sich auf Tai, bezieht sich auf Chief und Auf Balta, genau. Das ist sogar mehr als Baby. Passt auf jeden Fall gut, ja. Ja. Super deutsche Titel. Klasse. Toll gemacht. Habe ich schon gesagt, dass auf der Blu-ray jetzt irgendwie die Stimmen voll so
langsamer sehen. Das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Ich habe sie auch erklärt. Habe ich schon. Zu langsam ab. Nein, ich dachte es nämlich auch, aber nee, ich bitte dich nicht. Okay, habe ich schon erwähnt. Sind die zu langsam oder sind die tiefer? Also mir kommt schon vor, als würden sie ein bisschen langsamer jetzt reden als auf der DVD. Weil ich habe nochmal eine DVD reingeschmissen und da war es normal. Aber weil die Präsidentin hört sich voll anders an auf der Blu-ray. Ja, also ich habe dir doch beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, dass das Dubbing-Methoden gibt, die dazu führen, dass die Stimmen gestaucht werden müssen. Heißt es gestaucht oder gestreckt? Gestreckt, weil sonst wäre es ja schneller. Gesagt, genau. Ja. Genau, weil die mehr Zeit überbrücken müssen. Genau. Weil die Videos länger laufen. Weil die Frames in USA 25 und bei uns 24 sind. Oder umgekehrt? Stimmt. Egal, aber wir wissen, worauf hin. Genau, und das führt dazu, dass bei einem 2-Stunden-Film, ich glaube, waren das sogar 10 Minuten länger in den USA? Ja, auf jeden Fall mehrere Minuten macht das aus bei einem 2-Stunden-Film. Und deswegen, wenn man das mit bestimmten falschen Techniken macht, wie man es früher gemacht hat, dann werden die Stimmen tiefer, weil die langsam abgespielt werden. Na schau, da war ja was. Ich werde es in 5 Wochen wieder anmerken, Tim. Ich werde das in Wikipedia verlinken, da gibt es einen tollen Artikel zu. Ich muss ihn nur erst finden, ich weiß nicht, wo ich Nachricht suchen soll. Lost. Mario hat Lost. Escape Lost. Lost. Ja. Lost. Genau. Also die Bewertung für IMDb? Ja, 7,6. Wow. Jetzt. Naja. Was heißt wow, ist jetzt Durchschnitt, oder? Ja, aber ich bin, ja, nee, das ist, glaube ich, schon ein bisschen unter IMDb-Durchschnitt. Ich finde, IMDb ist immer ein bisschen großzügiger als wir. Ja, aber 8 hatte die letzte, The Ties That Bind, Six of One hatte 8,1, also hast recht, es ist schlechter als die letzten. Alle 8,5 hatte die erste in der 4. Staffel, also es waren alle über 8. Ja, aber ich glaube, bei IMDb ist schon immer sehr so um 8 rum. Die schlechten haben dann halt so irgendwie 7 bis 7,5 und die guten gehen dann vielleicht bis 9. Aber es ist immer alles so um 8 rum. Dann gucken wir jetzt noch, was die nächste hat. 7,6. Was? Dann gucken wir die nicht, wenn die auch so schlecht ist. Und danach die 8,1. Wird's wieder besser. Dann gucken wir die. Müssen aber erst die nächste gucken, da hilft nichts. Nein, die ist schlecht. Ja. Aber ich wollte noch was gegen den Vorwurf von Phil sagen, dass wegen Edward James Olmos, der könnte keine Regie führen. Der hat doch ich hab's, glaube ich, offen als Frage formuliert, dass man mir nicht direkt vorwerfen. Der hat diese eine meiner Lieblingsfolgen gemacht, der ich 10 Punkte gegeben habe. Diese komödienhafte Folge mit dem Zylonendetektor und dem Essen mit Ellen, die ich total super fand in der ersten Folge. Außerdem habe ich ganz ausdrücklich die Möglichkeit angesprochen, dass ihm hier diese Folge einfach gegeben wurde, so weil, ja okay, du bist der wichtigste Schauspieler in dieser Serie, du willst unbedingt Regie führen, dann nimm halt die Episode, da ist wurscht. Dann nimm halt die Episode, dessen Regie wegen des Drehbuchs sonst jeder abgelehnt hat. So einen Dreck mache ich nicht. Ja, Jane Espenson hat übrigens das Drehbuch geschrieben. Die ist ja durchaus bekannt für Battlestar Galactica. Also, die hat auch bessere Folgen gemacht. Na gut. Und diesmal nicht. Das ist korrekt. Sie wird noch ein paar machen. Oh nein. Wieso? Hoffentlich gut. Also, ist ja nicht so, dass ein Ausrutscher hat jeder mal. Genau, dass die bis jetzt nicht gut waren. Ach, es trifft doch nicht jeden Geschmack. Manche finden die Folge wahrscheinlich super geil. Encofel Saunders hat auch öfters Drehbuch gemacht. Ich meine, die hätte ich auch irgendwo im Abspann von The Boys gelesen, als Produzentin oder so. Die kommt ja bei Battlestar auch schon öfter vor. Ja, weil Produzentin ist ja... Ja. Hat sich einen richtigen Einfluss, oder? Auf Geschichte und Folgen und sonst. Naja, so strategisch halt. Gut, Produzent kann ja auch der Showrunner sein. Dann machen wir mal los. Hören wir mal auf, würde ich sagen. Machen wir los. Verdammt. Ich kann dich wiederbeleben. Übers Telefon? Ja. Ja, dann bitte. Okay. Auf den Rhythmus von Staying Alive macht man das. Das rate ich immer allen ab im Kurs, immer. Aber es ist doch viel einfacher so. Also es gibt immer 2 Gruppen. Die das mit dem Lied machen, dass ich das durchfallen lasse,
Weil sie es einfach falsch machen. Obwohl sie alles richtig machen, aber egal. Solange ich huste. Ja, nee, ich rede erstmal weiter. Nein, passt schon. Achso, ich wollte sagen, solange ich huste, brauche ich übrigens noch keine Herzdruckmassage. Das wäre sehr ungünstig in dem Moment. Ich habe das letzte Mal, als ich meinen Führerschein gemacht habe, einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Das Einzige, was ich weiß, ist, wenn ich irgendwo jemanden sehe, der Hilfe braucht, dann wähle ich den Notruf. Rufst du Mario an? Ich habe ja tatsächlich bei der Bundeswehr einen monatelangen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Okay, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ist auch schon 3 Jahre her, ja. Mhm. Die 3 steht wahrscheinlich, oder? Ja, die 3. Oh. Naja. Wow. Dann kommen wir zu den letzten Worten. Phil. Chief Toaster. Ben. Ich hatte einen höchst langweiligen Traum. Okay, ich sage Head Allen. Und Mario? War das, was du schon die ganze Zeit wusstest? Ja. Was du so groß angekündigt Mario. Hast? Mario, bitte schlag mich jetzt. Ja, doch, du musst. Bitte schlag mich. Ach so, ja dann. Warum? Achso, auf Wiederhören. Ja, mach's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ist der Rhythmus völlig falsch, Mario? Das Problem ist, die Leute konzentrieren sich natürlich dann auf das Lied, weil sie es so toll finden. Und fangen an, dann zu kommen sie. Die kommen aus dem Rhythmus. Ziehen erstmal die Schlaghosen an. Das Problem ist, du darfst halt nicht das Lied abspielen, wenn sie singen, sondern da gibt es immer diese Instrumentenversion eben. Da ist es noch okay, finde ich. Aber die sind dann jedes Mal abgeneigt und dann wundern sich immer alle, wenn ich sage, nein, falsch noch einmal. Okay. Aber warum? Ich hab's doch so gemacht mit dem Rhythmus. Ja, nein, das war nicht im Rhythmus. Du hast aber auf das Lied gehört, weil viele hören diesen Rhythmus ja nicht wirklich. Die tun nur so, als würden sie es hören. Ah, das sind auch die nicht klatschen können wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber sonst ist es eher ein gutes Lied. Aber ich hab's mit Dubstep gelernt. Und Dubstep ist wirklich super bei Reanimationen. Nein, wirklich. Weil die haben wirklich diesen schönen Rhythmus. Ich hab's mit Rammstein gelernt. Aha. Mit welchem Lied dann? Das war ein Witz. Ja, die Frage, bei welchem Lied auch, weil die Aussage, ich habe es mit Rammstein gelernt, die reicht ja dann schon. Ja. Da weiß man ja schon. Dann. Rose. Ach so, war auch ein Witz, ja. Ja, wir haben deinen Witz gewitzt. Ja. Strike. Einmal richtig durchgewitzt hier. Doppelspiegel. Gesherlockt. Gut, The Terror. Fand ich sehr gut. Ja. Bis auf diesen Scheiß mit dem komischen Eisberggeist. Ja, das war aber in einem Umfang, der erträglich ist, finde ich. Also ich habe das so in Erinnerung von, hätte man es einfach weggelassen, hätte das der Serie jetzt auch nicht geschadet. Das wollte ich damit sagen. Aber es war ein echt ein erträgliches Level von diesem übernatürlichen Dingens. Also so finde ich auch, dass man sich das so zurechtreden kann, dass die Leute sich das halt alles so herbei halluziniert haben und dass es eigentlich nur ein Eisbär war, der da ein bisschen unterwegs war. Nein. Nein? Habe ich das falsch in Erinnerung? Das war ja das. Also die Szenen, in denen der tatsächlich mit Menschen interagiert hat, hat er übernatürliche Dinge getan auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall sieht so kein Eisbär aus. Ja, genau das meine ich ja. Ach so. Wie Leute dieses Wesen sehen, die sich irgendwie von bleiverseuchtem Zeugs ernährt haben, das ist ja was ganz anderes. Aber die Eskimo-Frau hat ihn ja auch so gesehen. Ja, die war vielleicht nicht von Blei verseucht. Unterernährt. Ach so, ja. Kalt. Kann man, genau. Wenig Vitamin. Alles klar, kann man sich alles schön reden. Meine Theorie ist ja, Ridley Scott hat das ja gemacht. Er hat gesagt, ich weiß, wie das geht. Damals bei Alien. Wir brauchen ein Alien. Da muss das Alien muss da rein. Wir haben hier nur diesen Eisbär. Perfekt. Ja, ich glaube, in der zweiten Staffel soll es auch wieder irgend so ein übernatürliches Element drin geben. Also das soll schon Standard in der Serie sein, dass da immer irgend so eine Erzählung halt mit dabei ist. Ja.
Aber ich mag aber trotzdem, den ich mag vor allem diesen, ja, genau, ich wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Welchen? Guter Typ. Der auch bei Chernobyl der Hauptdarsteller war. Jared Harris. Genau. Mhm. Der auch in Carnival Row mitgespielt hat. Und bei The Expanse hat er auch mitgespielt. Da hat er auch mitgespielt, genau, als der Gildenführer oder der Separatist. Ja, dieser von dem Gürtel. Ja, das da, auf jeden Fall. Das ist ein guter, den mag ich. Ich mag auch den anderen Kapitän. Der gestorben ist. Den Namen nicht aussprechen kann. Doch, daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Sir John. Nein, ach so, hieß der so? John Franklin, genau. Ja, genau. Genau, ich kann nur den Namen des Schauspielers nicht aussprechen. Schnell, wir brauchen einen englischen Namen. John? Kieran? Nein. Franklin. Nein, das war doch die Franklin-Expedition, der hieß wirklich so. Ja, nein, ich meine den Schauspieler. Ach so. Kieran Hines oder so heißt der, glaube ich. Den kannte ich, glaube ich, gar nicht. Okay, jetzt weiß ich, wer das ist, weil den Namen, den kenne ich. Ja. Aber der andere, wie hieß der nochmal? Patrick Harris? Den kennst du vielleicht noch. Ich weiß nicht. Doch, du hast doch Game of Thrones geguckt, oder? Ja. Ja. Der hat den Anführer von den Wildlingen gespielt. Ach ja, den sie verbrannt haben dann. Ja, genau. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der hieß. Anführer von den Wildlingen? Ja, der König da von denen oder wie auch immer die den genannt haben. Aber der, nicht der mit denen immer rumgeht. Der Nachtwache, der desertiert ist. Und dem immer alle erzählt haben, dass er sie. Hast du das nicht erst kürzlich nochmal komplett geguckt? Ja, aber mir fällt nur der ein, der immer mit denen rumgezogen ist, der so witzig war. Den meinst du aber nicht, oder? Nicht der Rothaarige? Ja, den nicht. Nein. Nee, den nein. Der die ganzen Clans vereint hat und zur Wall gezogen hat. Du kannst doch einfach den Schauspieler googeln. Das ist doch der Rothaarige. Ach so, der Hagere, der Schwarzhaarige, ja, der. Das ist Sir John, stimmt. Ja, der sieht viel hagerer aus bei Game of Thrones, oder? Wahrscheinlich, weil der ein Wildling ist. Ja, da gibt es ja nichts zu essen bei denen. Ja, stimmt, das ist Sir John, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ich fand hier der Patrick Harris, oder wie der heißt, heißt er so? Jared Harris. Der spielt so sehr subtil. So einen ganz normalen Typen, so wie Gene Hackman immer so Leute spielt, finde ich. Und der spielt eigentlich genau den gleichen Charakter in Tschernobyl, finde ich. So ein bisschen leidend und kriegt so auf die Kette, aber leidet die ganze Zeit. Tschernobyl ist, das soll ja so gut sein, aber ich glaube, ich ertrage das gerade nicht. Warum? Oh, weil alle sagen, dass es so super deprimierend und schlimm sein soll. Ja, so sterben halt Leute, mein Gott. Nee. Ja, aber ich meine, es sterben Leute und es sterben Leute sind ja zwei. Bei The Boys, da habe ich gelacht. Also allein, das habe ich doch hier schon bestimmt erzählt, oder? Dass du gelacht hast? Weil in der ersten Szene, wenn sie weggerannt wird. Ich habe von dieser Serie halt nichts gewusst. Ich habe das vorab nicht mitbekommen und dachte, ja, okay, gucke ich mal rein. Das Artwork gefällt mir irgendwie. Und dann, ja, ab dem Moment, wo dieser schnelle Typ da durch seine Freunde durchrennt und in Zeitlupe da Blut und Körperteile durch die Gegend spritzen, dachte ich, ja, damit werde ich viel Spaß haben. Aber das ist ja nicht echt. Ach so. Das ist nicht wirklich passiert, meinst du quasi? Und das ist ja auch so, ja, also gerade The Boys, das ist ja auch alles so drüber. Das ist ja ein Comic-mäßig. Ja. Ja. Genau. Das ist ein Satire-Comic über. Aber fandst du gut? Ja, mittelmäßig. Also ich fand's gut, ich habe es relativ schnell durchgeguckt, aber ich bin ja kein Superhelden-Film-Fan und deswegen. Konnte man so gucken, aber ja, ich finde es jetzt nicht die total beste Serie. Aber ja, war schon nett. Aber was mich genervt hat. Ich fand es halt vor allem gut, weil ich von der Serie überhaupt nichts wusste, ja. Was ein bisschen komisch ist, weil das ja eigentlich schon so mein Beuteschema eigentlich ganz gut trifft. Was mich ein bisschen genervt hat, war dieser nervige Grünfilter. Also alles war mit einem nervigen Grünfilter und alle Szenen aus der Vergangenheit waren mit einem nervigen Gelbfilter. Okay. Aber ja, es war schon gut. Wie gesagt, ich habe das in 3 Tagen geguckt. Also von daher kann es so schlecht nicht gewesen sein. Oh, das stimmt. Da habe ich länger gebraucht tatsächlich, ja. Ja, ich auch. Das sind ja nur 8 Folgen. Ja, aber trotzdem. Ich habe da bestimmt auch 2 Wochen oder so für gebraucht. Ja, man hat ja auch nicht immer so viel Zeit. Und hier der Dings, der sieht voll aus wie der Riker, finde ich, mit seinem schwarzen Bart und seinem Grinsen. Carl Urban? Ja.
Ich finde es genau wie der Riker. Ich habe ja, aber der spielt doch den McCoy, oder? Der spielt doch irgendjemanden. Und Eomer. Der spielt den McCoy in der neuen Star Trek. Aber bei Eomer war er mehr blond. Das und mehr lang. Verrückt. Wie mehr lang? Haarig. Ja, das stimmt. War größer. Nicht größer. Ich habe für diese Rolle 50 Zentimeter, wie nennt man das? Bin ich geschrumpft, so. Gewachsen. Ach so. Ja, gut. Geschrumpft. So. Ja, je nachdem. Tom Cruise oder was? Ich habe zuletzt jetzt auch mal hier The Strain zu Ende geguckt. Die hatte ich irgendwann mal angefangen. Aha. Das hier von Guillermo del Toro gemacht. So eine Vampir-Horror-Serie. Also eine ziemlich blutige. Ich fand die tatsächlich gut, ja. Vier Staffeln, wenn man sich das antun möchte. 46 Folgen. Ich habe gerade den Wiki-Artikel offen, deswegen kann ich rumrollen. Fand ich tatsächlich gut, weil ich mochte dieses Setting, das sich auch die ganze Zeit gewechselt hat. Also da gab es so einige Stellen der Serie, wo man sich denkt, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Aha. Wie heißt das? Ich komme gerade nicht hinterher. Das ist grade, ich habe gerade zu viel einfach. Also wie der Virusstamm sozusagen. So. Genau. Jetzt kommt ja auch Disenchantment, das gucke ich jetzt vielleicht als nächstes. Ah, da habe ich Werbung. Ja, genau, das habe ich auch schon angefangen, weil mir da der erste Teil gut gefallen hatte. Mhm. Und dann habe ich nichts mehr. Dann kommt bestimmt auch gar nichts anderes. Nee, ich glaube auch. Nee, ich glaube, das war's. Die zweite Staffel von The Terror kannst du gucken. Nee, will ich nicht. Das ist Strain, hast du 4 Jahre Zeit. Ich stimme da ja voll Franken zu, das ist völliger Quatsch, eine zweite Staffel von The Terror zu machen. Ja, aber Anthologieserien? Ja. Dann nenn's seltsame Begebenheiten aus der Vergangenheit und nicht The Terror. Das hatten wir ja schon geklärt, dass das dann mit der Werbung einfach ein bisschen blöd ist. Nee, da gucke ich die zweite Staffel nicht. Aus Prinzip. Sonst denkt Amazon noch, ich fände das gut, was die da machen. Ja, machen dann noch eine dritte Staffel, das wäre ja verrückt. Ich glaube, die genau. Entscheiden das immer nur so nach Views in den ersten 4 Wochen. Also wenn du es dann ach so, abguckst, ja, dann gucke ich es in der 5. Woche. Wow. Es gibt ja auch Friends bei Netflix, das habe ich auch noch nie gesehen, aber ich glaube, das muss ich auch nicht sehen. Puh, das interessiert mich das gar nicht so. Also so diesen ich habe da schon mal ein paar Episoden von gesehen und fand das auch ganz witzig. Ich noch nie. Aber das ist ja irgendwie so die beste Comedy der 90er Jahren oder so und naja. Nee, niemals. Kann nicht besser sein als Firefly. wo ich den Trailer zugesehen habe, wo ich irgendwie echt Bock drauf habe, ist hier von, wie heißt der, Zach Galifianakis, der Between Two Ferns. Was? Ich habe beide Worte nicht verstanden. Doch, den Namen kenne ich, aber ich kenne die Serie nicht. Zach Galifianakis. Was? Ein Schauspieler. Zach Galifianakis? Oh. Ja. Ich habe davon noch nie was. Ich kann den bestimmt googeln. Okay. Ja, genau. Meinten Sie vervollständigen meinten Sie Lost? Wow, das ist ein ganz schöner Dickmove, wenn der erste Link ist, also der MySpace-Link. Von ihm? Nice. Und nicht der, ja. Aber okay. Der hat so eine, ich glaube, das war nur auf YouTube was? So eine dumme Talkshow gehabt, Between Two Ferns, also zwischen zwei Farnen. Mhm. Und hat da halt so lustige Interviews geführt mit Leuten. Und da gibt es jetzt so eine Mockumentary auf Netflix. Und der Trailer war echt witzig. Okay. Ziemlich dumm auch. Also so, also weißt du, genau unser kein, Niveau. Kein subtiler Humor. Ja. Wenn ich mir da den Vorspann. Das sieht aus, als wäre das genau das Richtige, wenn man mal wieder Bock auf so Leslie Nielsen Filme hat. Ach so, sowas, okay, ja, das mag ich ja. Also so halt so dummen Brachialhumor. Aber Leslie Nielsen Humor lebt doch eigentlich von der Vielfalt, dass überall irgendwas passiert, oder? Ja, und aber auch, dass es schon, finde ich, extrem doof ist einfach. Also es ist schon, das ist schon so auf einem Level, der sehr offensichtlich alles. Der nicht, ja, eben, also ja. So das Gegenteil von subtil, ja, sondern einfach volle, aber halt nicht langweilig, sondern einfach
noch ein Stück weiter in die andere Richtung, sodass es, so wie es bei den Simpsons manchmal so Szenen gab, die allein dadurch, dass sie so lang waren, irgendwann wieder unglaublich witzig wurden, obwohl es eigentlich gar nicht so eine gute Idee war, aber weil es dann so in die Länge gezogen wird, wird es einfach irgendwann gut. Ach ja, und ich habe, was ich auch fertig geguckt habe, habe ich ja schon gesagt, dass ich angefangen habe. Das war hier diese Frankenstein Chronicles. Ja, mit Sean Bean. Und Sean Bean. Und überlebt er das? Ich wollte gerade spoilern. Er stirbt. Und es gibt zwei Staffeln und die erste Staffel unbedingt gucken und danach einfach aufhören. Danach wird es der größte Scheiß überhaupt. Wow, okay, krass. Aber die erste Staffel finde ich echt gut, weil John Bean da echt gut ist. Aha. Ich wusste gar nicht, dass der so ein guter Schauspieler ist, aber der ist ein guter Schauspieler. Ja. Tatsächlich, ja. Ich mag den auch sehr gern. Ich hatte immer nur so kurze Rollen, aber ich mag ihn gern. Ist jetzt aber auch kein Geheimtipp mehr. Nee, aber ich habe den nie als so irgendwie Charakterdarsteller gesehen und hier ist der sehr charakterdarstellermäßig in der ersten Staffel. Ja. Nachher wird es dann alles wieder nur Quatsch und wenn er tot ist, ist er ganz anders und so. Ich habe so eine, ich weiß nicht, ob die wirklich David Lynch-mäßig ist, aber sie ist verwirrend und irgendwie mit Zeitreisen oder alternativen Realitäten oder so. Auf Amazon Prime, die Serie heißt Undone. Okay. Undone, da habe ich immer das Vorschaubild hier gesehen, ja, stimmt. Ja, und habe ich auch nur deshalb reingeguckt, weil ich diesen Stil sehr mag. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Undone. Ich habe ja auch überlegt, ob ich nochmal Fringe gucke. TV-Serie. Also es kommt ja nirgendwo. Schon ewig nicht. Oder es kam noch nie auf irgendeinem... Das gab es bei Netflix mal. Okay. Dass es die Hauptdarstellerin ist, die hier Alita gespielt hat in der CGI-Neuverfilmung. Ah, habe ich nicht gesehen. Es steht hier nur gerade. Da spielt hier Dings war der Einzige, den ich kannte. Dings. Ja, Mann, der Anwalt. Was? Hat es nicht. Spader. Saul Goodman. Ach so. Ah. Ich dachte, das ist Spader. Der einzig wahre Anwalt. Ja. Oder Danny Crane. Danny Crane. Und bei Fringe hat auch schon Patrick Harris, nee, ich denke das immer wegen Neil Patrick Harris, Jared Harris mitgespielt. Na hier, der Captain von The Tower. Ach so. Ah, ja. Wow. Der ist nämlich da in der ersten Folge im Wissenschaft Prison Germany ausgebrochen. Ah, das hast du kürzlich, ja. im Discord geschrieben. Genau. Wir brauchen schnell einen Namen für diesen Ort. Schnell! Was tun wir nur? Und das waren so dunkle Katakomben, das weiß ich noch, da habe ich sehr gelacht. Wissenschaft, Prison. Hat einer von euch schon mal in hier Carnival Row reingeguckt von Amazon? Ja, habe ich fertig geguckt. Lohnt die sich? Kommt drauf an, wie gut du, also Plot, nein, Welt, ja. Wie gut ich also mit Cara Delevingne zurechtkomme, oder? Ja, also ich habe mit der aber, also ich habe mit der meine Schwierigkeiten, ich finde die nicht so gut. Und ich konnte mir die Serie trotzdem angucken, aber nur, weil ich diese Welt, da spielt diese übrigens Jared Harris mit sich. Interessant finde. Ja, genau, der spielt auch mit, total verschenkt, aber er spielt mit. Ja, der Plot ist halt wieder so eine, also das wirkt ein bisschen so auf mich, als hätten die sich eine geile Fantasy-Welt gebaut mit einer interessanten, übergreifenden Entwicklung, was so in dieser Welt passiert. Und dann sind sie zu Amazon gegangen und die haben gesagt, ja und was ist die Handlung, was passiert? Und dann so, ja okay, dann machen wir jetzt einen Polizisten, der eine Mordreihe aufklären muss und eine tragische Liebesgeschichte. Okay. Sold. Und das ist dann, je nachdem, was gerade so im Vordergrund steht, bin ich halt gelangweilt, weil so diese Serienkiller, das ist wie diese Daniel Brühl-Serie zum Beispiel, so, das ist alles nicht schlimm, aber das unterhält mich, also ich bin daran, es interessiert mich ehrlich gesagt nicht, wer Charaktere, die ich nicht kenne, wenn die einfach umgebracht werden, das geht mir jetzt nicht so sonderlich nahe.
Ich habe neulich Bada Binge geguckt, da haben sie diese Science-Fiction-Serie mit Starbuck ziemlich runtergemacht. Ja, die ist davon haben mir Chris und Zoe erzählt und haben gemeint, es ist das Schlimmste, was sie seit langem gesehen haben. Okay. Sie haben es bis zum Ende geguckt. Ich glaube auch tatsächlich, dass die ganze Welt mich vor dieser Serie gewarnt hat. Ja, weil ich hätte die auch geguckt, weil die war ja auch so eine Weile auf der Startseite von, genau. Hier von Netflix. Ja. Okay, hier mit Starbucks und Sci-Fi und so. Gucke ich rein und habe ich dann aber nicht gemacht, weil wirklich jeder gesagt hat, nein, tu es nicht. Ich habe genauso gedacht wie du, es lohnt sich nicht, es ist verlorene Lebenszeit, lass es einfach. Hier steht 98% Übereinstimmung. Ja. Es kommt drauf an, was du dir sonst für eine Kacke anguckst. Komm, es gibt doch jetzt den neuen Blade Runner bei Netflix, guck dir lieber den an, das ist auch Sci-Fi. Ja. Ich habe eh noch ein paar Filme, die ich gucken will. Hier von dem, der auch Three Billboards gemacht hat, gibt es ja noch Brügge sehen und sterben. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist cool. Oh, der ist toll. Ja. Seven Psychos habe ich schon gesehen. Ja, mit Colin Farrell. Genau. Und dem kräftigen Briten mit den roten Haaren. Das mag auch sein. Dessen Namen ich vergessen habe. Chief O'Brien. Nein. Das ist ja ein kräftiger Irre mit. Der den Vater hast gespielt du, hat bei 28 Days Later. Hast du das aufgenommen, Tim? Nimmst du noch auf? Er wusste den Namen nicht. Ja, ich hab's aufgenommen. Ja. Verdammt. Übrigens, nur zum Vergleich, hier Carnival Row hat 8,0 bei IMDb und NASA Live hat 4,8. Okay. 4,8. Wie war das eben mit 7? Ja, okay, aber 8,0 ist auf jeden Fall zu viel für Carnival Row. Ja, im Schnitt vielleicht. Also ist ja im Schnitt aller Folgen, wenn man das so sieht. Ja. Hm. Und was hat's bei Rotten Tomatoes? Null. Brandon Gleeson heißt er übrigens. Ja, genau. Ah, der Legolas spielt da übrigens die männliche Hauptrolle. Ja, genau. Schon. In der Serie, ja. Genau. Ja. Brandon Gleeson ist Mad-Eye Moody. Genau, so die erste Rolle, Donald die ich jetzt Lee. Irgendwie bewusst Richtig. Wahrgenommen habe von ihm. Von unserem liebsten General. Ja. Und der macht das irgendwie echt gut. Ich habe den gar nicht so als guten Schauspieler bisher wahrgenommen. Mhm. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ich meine, es sind ja nur 8 Folgen oder so, da kann man mal reingucken. Es gibt auch einen Kurzfilm mit Brandon Gleeson, der auch von diesem Regisseur ist. Der heißt Six Shooter, glaube ich. Da fährt ein Mann in einem Zug. Der dauert nur 15 Minuten. Der ist auch mit. Das ist aber eine kurze Fahrt. Ja. Das war ja auch nicht die Deutsche Bahn. Ohne Verspätung. Ja. Das kann man auf YouTube gucken. Ich kann das mal verlinken. Das ist nämlich auch von dem, wie heißt dieser Schauspieler, der Three Billboards, der Regisseur, der Three Billboards gemacht hat und Brücke sehen. Also wenn das der hier ist, dann Martin McDonagh? Genau. Genau. Der da halt, der Martin. McDonough Six Shooter. Oder One Shooter? Nein, Six Shooter. Da ist, Six Shooter, doch, nee, hier ist er. 26 Minuten auf. YouTube. 7,5 von 10 bei IMDb. Na, siehste. Ich glaube, das war sein erster Film, Kurzfilm. Da spielt er halt auch Gleeson mit. Ja. Der Gleeson. Brandon. Brandon. Der ja auch in einer Episode von den, von diesen Episoden im Wilden Westen da mitgespielt hat auf Netflix. Ah, ja. Was wir ja gesehen haben. Ja, und das war, glaube ich, die letzte Episode, wo diese Kutschfahrt, da hat er ja auch mitgespielt. Ja. Ballad of Buster Scruggs. Genau. Ja, da steht's tatsächlich. Genau. Six Tales of Life and Violence in the Old World. Wie gesagt, guckt Clancy euch mal. Clancy Brown spielt da auch mit. Wer? Mag ich. James Brown? Clancy Brown. Achso. Also ich sehe den immer mal wieder in Filmen mitspielen. Aber ich kenne den einfach nur als den Ausbilder aus Starship Troopers. Ah, pack die Hand an die Wand. Mit dieser Hand drückt der Feind keine Knöpfe. Genau. Und daher kenne ich, seitdem verfolgt mich dieses Gesicht. Und wo spielt das? Was sollen wir gucken? Ja. Auch in dieser Western-Serie habe ich gerade gesehen. So. Ihr sollt gucken. Curly Joe. Castle Rock. Ja. Ja, auch. Curly Joe. Ah, den Trailer. Ja. Nee, die Serie. Was? Ja. Serie? Nein, ich meine diese Western-Serie. Ja, okay. Hier, The Ballad of Buster Scruggs. Ja. Ach, da spielt er mit. Da spielt er mit, in einer Folge. Okay. In welcher? Weiß ich nicht. Da steht nur, er hat Curly Joe gespielt. Curly Joe. Kann man ja Google eingeben? Curly Joe. Ja. Curly Joe.
Buster Scruggs. Ha, klappt. Ah ja, der aus der ersten Episode, der mit dem weißen Cowboyhut. Ja, auch ja. Ah, der dann anfängt zu fliegen. Ja. Genau. Den kenne ich ja, ich kann einfach nur seinen Namen nicht. Ich wusste nicht, dass das der aus Starship Troopers ist, aber es ist ja auch schon ein bisschen her. Also hat er jetzt mehr graue Haare, aber ja. Das Kinn und die Augen sind einfach immer noch 1:1 wie damals. Der singende Cowboy. Ah, jetzt sehe ich, hier ist ein Bild von ihm. Ja, stimmt. Lust. Der hat auch schon in dem anderen Film von den Coens mitgespielt. Haben die noch einen Film gemacht? Wow. Dieser Gefangenenausbruch mit George Clooney. Kenn ich nicht. Das singt er nämlich auch. Kenn ich nicht. Avengers, an dem Moment. Ja, genau. Ich kenne nur den Stephen King-Gefangenenausbruch mit Roger Freeman. Ah, oh, nee. Brother, where art thou? Ah, okay, ja, kenne ich nicht. Oh, hat einer von euch Detroit Become Human gespielt? Oder nein. Nee, das gibt's glaube ich, nur für die Konsole, ne? Da hat er eine der Hauptrollen gespielt, also Gesicht hier bei und Stimme. Dings, wir haben doch vorhin über diesen, wie heißt der Store nochmal? Epic? Gesprochen. Ja. Die haben zum Beispiel exklusiv hier Umsetzungen von, wie heißen die, Quantic Dreams? Ja. Ja, also die es bisher nur für Konsole gab. Hier gibt's Beyond Two Souls zum Beispiel gibt es da jetzt für PC. Ja, okay, cool. Okay. Ja, und ich sehe auch gerade, der macht eine Menge Synchro-Arbeit. Der hat das Roboting Warcraft kommt im auch. Film mitgemacht. Mass Effect hat er mitgemacht. Im Thor-Film hat er irgendeinen Charakter. In Star Wars Rebels hat er gefühlt 20 Charaktere gesprochen. Irgendwas mit Rain war doch das Quantic Dream-Spiel. Silent Rain? Heavy Rain. Heavy Rain, genau. Ja, und dann, ich glaube, danach war Beyond Two Souls. Ja, und Beyond danach Two Souls, war ja genau. Detroit. Robo. Ja, und was es auf dem PC gab, war Fahrenheit. Das war auch gut. Ja. Das war noch davor. Das war noch davor. Das Ach so. Ja, das war, genau. Okay. Das habe ich letztes Jahr nochmal gespielt, Fahrenheit, aber auch nicht durch. Ja, wenn das dein Ding ist, dann kannst du ja mal in den Epic Store reinschauen, weil die sind auch gar nicht so teuer. Mhm. Und die lohnen sich wirklich. Mhm. Außerdem gibt es ja auch das Untitled Goose Game, in das man unbedingt reinkommt. Nein, hör auf! Ja, die waren ja schon so ein bisschen so wie diese Telltale-Spiele. Aber noch mit mehr Spiel. Ah, nicht unbedingt. Nee. Das kommt drauf an, sagen, mehr Spiel, Fahrenheit aber mehr. Ja gut, Fahrenheit war schon noch, ja, da haben sie noch geübt, sage ich mal. Wobei, da gab es auch Szenen, wo ich mir gewünscht hätte, dass da weniger, also ja, ich weiß noch, dieses Schleichen in der Militärbasis. Fahrenheit? Mhm. Ja. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da als Kind, diese Erinnerung, da habe ich ganz schön geflucht, weil das irgendwie blöde Speicherpunkte waren. Ja, die Steuerung war eh doof. Das, gell? Immer wenn du aus dem Raum gekommen bist, dann musstest du umswitchen oder so. Ja. Ja. Jetzt ganz das komisch da an dem und nicht so am Blickwinkel orientiert und nicht an der Figur oder irgendwas war da. Ja. Aber das war halt auch so eine riesen geheimnisvolle Story, die immer schräger wurde. Ja, die auch am Anfang, finde ich, besser war. Ja, ja. Dann, am Ende wurde es schon sehr abgefahren. Sehr irgendwie schräg, mit dem Bruder, der dann irgendwie Clans Menschenopfer oder gebracht hat oder was weiß ich. Ja, ja. Der Priester oder was. Ja, aber da war doch dann auch irgend so eine Super-KI. Echt? Nee, ich glaube, wir reden von was anderem. Fahrenheit. Ja. War das nicht Fahrenheit 9/11 oder wie das hieß? Wahrscheinlich. Da gab's auch. Deswegen erinnere ich mich auch nicht an die Basis. Ah, nee, ist der Film, glaube ich, ne? Der Film Fahrenheit hieß Fahrenheit 451. Fahrenheit ist ein Typ in New York im Schnee. Was mit diesem Mord anfängt. Genau, in dieser Bar, in der Toilette, oder? Ja, das ist schon das. Okay. Dann hast du es vielleicht einfach nie besonders weit gespielt. Doch, ich habe das durchgespielt, aber vielleicht erinnere ich nur an das später. Natürlich, da kommen diese komischen farbkodierten unterschiedlichen Clans, Clans ist vielleicht das falsche Wort, aber die Computerleute und so ein bisschen wie bei Deus Ex, weißt du, du kannst dich der Verschwörung anschließen, du kannst gegen die Verschwörung kämpfen, du kannst versuchen, alles selber zu übernehmen oder alles zu zerschlagen. Wikipedia gibt Phil recht. Okay, ich versuch's jetzt nochmal. Fahrenheit ist kein guter Titel, um ihn in Google zu suchen. Ja, okay. Fahrenheit Spiel?
9/11 tatsächlich, ja, ist ein Film. Mit dem, lustig, ich habe ihn mit dem Film verwechselt und hier in Wikipedia steht, in den USA erschien es, also erst das Spiel, unter dem Titel Indigo Prophecy, um Verwechslungen mit dem Film Fahrenheit 9/11 zu vermeiden. Okay. Hat bei dir nicht geklappt, weil du nicht in den USA bist. Aber wir sind ja auch nicht in den USA, genau. Da kann ich mich aber dann echt nicht mehr dran erinnern. Ich dachte, am Ende wären die hier in diesem Vergnügungspark da Coney Island gewesen. Nicht? Okay, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich habe ja auch jetzt nicht nochmal durchgespielt. Also ich habe es nur angefangen und dann habe ich es irgendwann aufgehört. Ah ja, genau. Orakel, Maya-Kultur. Ja, ja. Okay. Ah, Clan. Doch, Clans. Genau. Ja, Clans steht hier, genau. Der violette Clan und... Und irgendwann rettet man doch dann dieses Kind, das im Eis einbricht auf dem See und deswegen verpfeift dich dann der Cop nicht, obwohl er dich erkannt hat, dass du den Mord begangen hast und so, das weiß ich noch. Bestes. Wenn man das Kind rettet, dann ist das... Muss man das nicht retten? Ah, ich weiß nicht mehr, das sage ich jetzt einfach nur so, aber also mittlerweile bei den neueren Spielen wäre das auf jeden Fall so, dass du es nicht retten musst. Oh, 2015 gab es ein Remaster mit schöner Grafik. Das habe ich mir gekauft und nie gespielt. Vielleicht habe ich mir das auch gekauft und deswegen angefangen zu spielen. Ich habe das nämlich auch auf Steam für ein paar Euro mal gekauft. Aber ich hatte auf jeden Fall bei den Quantic Dreams Spielen immer den Eindruck, dass es bei denen ein bisschen besser funktioniert als bei... Dass man die noch spielen kann? Nein, dass es tatsächlich unterschiedliche... Ach so. Dass tatsächlich dass unterschiedliche... Dass das nicht so vorgegaukelt wird, wie bei Walking Dead oder so, bei den Telltale-Spielen. Ja, Telltale, danke. Ja, stimmt. Ja. Deswegen sind die ja auch pleite. Aber die sind doch jetzt wieder... Leiter. Wieder auferstanden. Irgendwas war. Ach so. Ja, genau. Aha. Vor ein paar Wochen habe ich gelesen, dass da wohl ein Investor gefunden wurde. Okay. Thomas Cook? Ah, hier, Neueröffnung durch LCG Entertainment. Okay. Ich dachte, Thomas Cook. Beschränkt sich in der Geschäftsaktivität auf die Vermarktung alter Telltale-Spiele. Ja, okay. Ja, wobei Lizenzen für Walking Dead und nicht mehr erworben konnten. Geil. Die besten Spiele von denen kommen einfach nicht mehr. Also das klingt jetzt nicht Reste verwerten. Ja, aber der letzte Satz, die Entwicklung neuer Spiele ist laut LCG geplant. Ja. Lass erst mal machen. Ich fand es erstmal gut, dass sie die Final Season von Walking Dead noch beendet haben. Weil das hätte mich echt angepisst, wenn das mittendrin aufgehört hätte. Die habe ich gar nicht mehr gespielt. Doch, ich hatte mir die direkt gekauft, also den Season Pass gekauft, als die erste Episode rauskam und man noch nicht absehen konnte, dass die plötzlich pleite gehen. Ich fände es schade, dass nie nochmal was zu The Wolf Among Us kam. Das fand ich gut. Das fand ich noch besser als Walking Dead. Das war ja Walking auch so Dead war auch nur der erste Teil gut, weil er mal was anderes hatte quasi. Ah, und weil es mal ein Kind hatte, das dir nicht auf den Sack geht. Ja, für das du alles getan hättest. Du hättest jeden umgebracht. Also bei mir hat das tatsächlich echt extrem gut funktioniert. Ja, das stimmt. Ich habe auch diese Fortsetzung von Dingens nie gespielt bis jetzt. Cool. Mit dir zu reden, ist immer wieder ein Spaß. Etwas mehr Details? Ich weiß ja nicht, wie es heißt, aber ich kann so beschreiben. Ja, beschreiben. Genau, benutze andere Worte. Dieses Spiel, wo man das Mädchen spielt, Zoe, oder Zoe ist die Freundin, ich weiß es nicht mehr. Diese Coming-of-Age-Story, wo Ja. mit dem blauen Schmetterling. Ach, Chloe meinst du? Chloe, du meinst nicht hier. Zoe. Ja, genau. Ach, fuck, ey. Genau so hieß es. Scheiße, wie können wir den Namen? Life is Strange. Life is Strange, genau. Ja. Und da gibt es ja irgendwie auch einen zweiten Teil, wo so zwei Brüder unterwegs sind, oder? Ja, den habe ich es noch gibt gar sogar, nicht gespielt. Das ist sogar offiziell der dritte Teil. Dazwischen kam noch mal einer, wo du Chloe quasi direkt gespielt hast. Before the Storm. Genau, das hat vorher gespielt. Das ist so ein Add-on, oder? Ist das ein eigener Teil? Nee, ist ein eigener Teil. Das ist ein eigener Teil, ja. Und der ist auch sehr gut. Also wenn dir das gefällt, dann gefällt dir auch Before the Storm. Also der erste Teil hat mich richtig mitgenommen. Ja, der war. Das fand ich so gut, diesen ersten Teil fand ich großartig.
Ja, Before the Storm ist das gleiche ohne Zeitreisen. Ja, genau. Dings. Ja, diese Zeitreisen, die waren halt da. Die ja, war aber nicht notwendig jetzt. Nee, aber diese Charakterentwicklung und auch die Story und das fand ich großartig. Aber die Zeitreisen waren relativ gut eingebunden, weil man ja dadurch immer wieder, wenn man gestorben ist, zurückreisen konnte. Oder wenn jemand anders gestorben ist. Genau. Meistens waren das ja andere. Diese Szene, ich weiß nicht, war das in der letzten Episode nach dieser Party in der Schule, wo du zu dem Schrottplatz gehst? Ja. Nee, das war, glaube ich, das Ende der vorletzten, wo dann Chloe plötzlich von hinten erschossen wird von diesem anderen Typen und dann endet einfach die Episode und ich dachte mir so, wow! Echt? Ja, die graben doch dann die Leiche von diesem Mädel aus, das sie die ganze Zeit gesucht haben. Und dann plötzlich fällt ein Schuss und dieser komische Lehrer, nee, nicht der Lehrer, dieser Junge war das, glaube ich, ne? Dieser Mitschüler hat dann plötzlich Chloe einfach erschossen. Und das war immer so oder kann das sein, dass das bei mir nicht so war? Nee, das war immer so. Okay. Und das musstest du dann natürlich auch wieder klären mit dem Zeitreisen. Aber das ist ein tolles Spiel, habe ich geliebt. Ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Das ist so ein Spiel, bei dem wünsche ich mir, dass ich das nochmal spielen könnte, ohne Erinnerung zu haben. Gar nicht böse gemeint. Siehst du, ich habe den Vorteil, ich vergesse einfach immer alles. Ich könnte das nochmal spielen und wüsste nicht mehr, wie die große Auflösung am Schluss ist. Ich weiß noch, ich weiß, dass was mit dem Lehrer war und das irgendwann in so einer Kunstausstellung dann nochmal irgendwann in San Francisco war oder Seattle oder so. Und ich dachte, das wäre dann das Ende gewesen, aber vielleicht kann ich das einfach auch nochmal spielen. Nee, das Ende war, es gab tatsächlich zwei Enden, die du erspielen konntest. Okay. Eins ist quasi das Kanon-Ende und das andere ist das andere Ende. Ja, okay. Ich hatte das andere Ende. Ah, Ende weiß ich noch. Dass ich gedacht habe, scheiß auf die Stadt. ich hau einfach mit meiner besten Freundin ab. Das habe ich, glaube ich, auch gemacht. Und ich habe das andere Ende genommen. Und was war das? Das mit dem Schrottplatz. Du kannst dich opfern, um die Stadt zu retten, oder? Nee, du opferst Chloe. Ja, genau. Weil dieser ganze gedacht, Mist. Aber Chloe kenne ich ja und die Stadt, das sind ja andere Menschen. Ja, genau. Du reist dann quasi wieder zurück an den Anfang der ersten Folge, wo sie da in der Toilette von der Schule erschossen wird. Mit dem blauen Schmetterling. War ja der Anfang. Und dann, Und dann rettest du sie nämlich nicht und dadurch kommt es nicht zu diesem komischen Zeitparadoxon. Ich glaube, das habe ich auch gemacht. Ich glaube, das habe ich auch gemacht, tatsächlich. Genau. Ja. Okay, und welches ist jetzt das Kanonende? Wo sie die Stadt zerstören und dann zusammen mit dem Auto in den Sonnenuntergang fahren. Ha. Also deins quasi, Phil. Ja, ich habe alles richtig gemacht. Genau, und dann gibt's dazu, da ja quasi der nächste Teil die Geschichte davor erzählt und nicht danach, wird die Geschichte danach durch offizielle Comics weitergeführt momentan. Okay. Wie es quasi danach mit den beiden weitergeht, nachdem sie aus der Stadt gefahren sind. Das Beste war, am Ende war einfach auch dieser Wal, der dann in der Stadt lag. Ja. Also ich dachte so, what? Da muss ich einfach auch immer an Douglas Adams denken, wenn irgendwo jemand eine Wahl so als Plot-Device benutzt. Suchst du immer den Blumentopf. Hallo, Grund. Hoffentlich ist der nett zu mir. Und der Petunientopf dachte sich, nicht schon wieder. Sehr schön, wenn das alles gar keinen Sinn ergibt und man sich trotzdem dran erinnert. Ja.